Danke. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie zu unserer letzten Sitzung in diesem Jahr recht herzlich begrüßen. Wir sind mit 40 Mitgliedern der Bürgerschaft beschlussfähig. Für die heutige Sitzung bitte ich Sie wieder, Ihre Redebeiträge von den Plätzen aus zu halten. Also die Teilnahme an der Sitzung für die Öffentlichkeit findet immer noch Einschränkungen und wird erneut im Interesse einer nachvollziehbaren, zeitnahen Beratung und Ergebnisse für die Bürgerinnen und Bürger in Abstimmung mit dem Oberbürgermeister der öffentliche Teil als Mitschnitt auf der Internetseite der Hansestadt Stralsund zur Verfügung gestellt. Ich gehe davon aus, dass keine Einwände seitens der Mitglieder der Bürgerschaft bestehen. Meine Damen und Herren, mit Trauer haben wir erfahren müssen, dass der ehemalige Ministerpräsident unseres Landes, Harald Ringsdorf, am 19. November dieses Jahres verstorben ist. Ungläubig nehmen wir zur Kenntnis, dass er nicht mehr unter uns weilt. Und erinnern uns gleichzeitig an gemeinsam Erlebtes. Harald Ringsdorf hat nicht nur maßgeblich das Land Mecklenburg-Vorpommern positiv gestaltet, sondern auch einen erheblichen Anteil an der Entwicklung unserer Hansestadt Stralsund. Wir sind ihm zutiefst dankbar für alles zusammen Erreichte. Wir werden Harald Ringsdorf nicht vergessen und sein Andenken in Ehren bewahren. Unser Mitgefühl gilt vor allem den Angehörigen. Ich bitte Sie, zu einer Schweigeminute für den Platz zu erheben. Danke. Kommen wir zur Tagesordnung. Ich habe Änderungswünsche zur Tagesordnung. Ja, bitte, Herr. Wir ziehen den Sachantrag 9.4 zurück. 9.4 geht zurück. Weitere Änderungswünsche erstmal Ihrerseits. Dann darf ich die anderen vortragen. Entsprechend § 22 Absatz 2 Satz 4 KVMV ist jeweils die Heranziehung mit Mehrheit aller mindestens 22 Ja-Stimmen zu beschließen. In Abstimmung stelle ich die Heranziehung der Vorlage H0113/2020 und Behandlung unter 1538. Das stelle ich zur Abstimmung. Wer dem folgen kann, bitte um das Kartenzeichen. Richtig? Machen wir Gegenprobe. Gegenprobe. Wer ist dagegen? Stimmenthaltung? Herr Würdig? Dafür oder dagegen? Okay, gut. Eine Stimmenthaltung, 39 Ja-Stimmen. Das ist die Tagesordnung jetzt nur. Ach, sehr gut, alles klar. Eine Enthaltung. 39. Das ist die Tagesordnung jetzt. Ja, kommt gleich.
So, dann haben wir zweitens die Heranziehung der Vorlage H0116 und Behandlung unter 15.3.9. Wer dem Zustimmung geben kann, bitte ums Kartenzeichen. Gegenprobe? Stimmenthaltung? Auch wieder so, 39. Ja, eine Enthaltung. So, es liegt ein weiterer Antrag auf Erweiterung der Tagesordnung um die Vorlage B0091/2020 vor. Ja, Herr Bürgermeister. Jetzt bin ich dran. Komm mal. Ich möchte die Vorlage B0064 gern zurückziehen. Ja. So, und ich stimme jetzt ab, die B0091/2020. Ich stelle den Antrag zur Abstimmung bei Zustimmung unter Vorlage unter 12.6. Wer dem folgen kann, bitte ums Kartenzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Eine, 39. So, das wird wieder unter 12.6 eingeordnet. So, Oberbürgermeister Rückzug. So, aus Gründen der unternehmerischen Belange das Auskunftsversuchen zu Top 9.11 stelle ich dann in den nicht öffentlichen Teil, weil wir dann über Unternehmenszahlen sprechen müssen. Gibt es dazu Wortmeldung? Keine. Wer dem folgen kann, bitte ums Kartenzeichen. Ich wollte nur sagen, Herr Präsident, ja, wir sind damit einverstanden. Ja, sehr schön. Danke. Ja. Wir stimmen jetzt das ab, ob wir das in den nicht öffentlichen Teil unter 15.1.1 verlegen. Wir sind auch damit einverstanden. Gut. Ich auch. Gut. Wer damit einverstanden ist, ums Kartenzeichen. Das ist die Mehrheit. Gegenstimmen. Stimmenthaltung. Das war dann einstimmig. Recht herzlichen Dank. So, gibt es weitere Änderungswünsche zur Tagesordnung? Ich sehe das nicht der Fall. Wer dann der geänderten Tagesordnung Zustimmung geben kann, bitte ums Kartenzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Einstimmig. Danke. So, Herr Oberbürgermeister hat die 1291, ja. So, gibt es Änderungswünsche zur Niederschrift der letzten Sitzung der Bürgerschaft? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Wer der Niederschrift der letzten Bürgerschaftssitzung Zustimmung geben kann, bitte um Kartenzeichen. Das ist die Mehrheit. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Einstimmig, danke. Kommen wir zum Top 5, Mitteilung des Präsidenten. Sehr geehrte Damen und Herren, Mitglieder der Bürgerschaft, sehr geehrte Gäste. Zur heutigen Sitzung gebe ich folgende Mitteilung bekannt. Gemäß Schriftsätzen der Verwaltung ist die Umsetzung von Beschlüssen der Bürgerschaft bekannt gegeben worden. Diese betrifft die folgenden Beschlüsse. Einsatz von Digital-Displays. Mitgeteilt wird, dass als Präventionsmaßnahme für die Geschwindigkeitsüberschreitungen zwei mobile Dialog-Displays angeschafft werden, die ab 2021 variabel vor Schulen, Kitas und Seniorenheimen eingesetzt werden. Augenärztlicher Notdienst. Mittels Schreiben vom 20.11.2020 ist durch den Oberbürgermeister der Kassenärztlichen Vereinigung MV die Forderung der Bürgerschaft übermittelt worden. Entsprechend Antworten werden bei Vorliegen der Bürgerschaft zur Kenntnis gegeben. Einbau von Lüftungsanlagen in Schulen. Nach entsprechender Prüfung war festzustellen, dass von einer Anschaffung solcher Geräte Abstand genommen wird, insbesondere aus Gründen der Investitions- und Wartungskosten, des zu geringen Luftaustausches sowie der fehlenden CO2-Reduzierung ist der Einsatz der Geräte nicht zu empfehlen.
Alternativ und mit positiven Rückmeldungen aus den Schulen wird das Fensterlüften als effektiver angesehen. Ich sage dann auch noch was dazu. Ja. Das sagt gleich was dazu. Was gleich was dazu? Ich würde bei Mitteilung des Oberbürgermeisters das nochmal genau ausführen, sodass es für alle klar und logisch ist. Gut. Fütterungsverbot von Wildvögeln. Für den Geltungsbereich der Altstadt einschließlich Bastionsgürtel, Hafeninsel und Sundpromenade hat der Oberbürgermeister mit Genehmigung des Innenministeriums die Stralsunder Möwenfütterungsverbotsverordnung erlassen. Für das Wirksamwerden weitergehender Verbote liegt der Bürgerschaft zudem der heutigen Sitzung die entsprechende Satzung zur Beschlussfassung vor. Ehrenamtskarte. Einvernehmlich mit den Fachausschüssen ist mitzuteilen, dass auf die Einführung einer städtischen Ehrenamtskarte verzichtet und vielmehr der Fokus auf die Landesehrenamtskarte gelegt wird. Hier erfolgt die Unterstützung durch weitere Angebote auf lokaler Ebene. Finanzielle Mittel für die Hansetage 2028. Nach Abstimmung mit der Kämmerei ist mitzuteilen, dass die Budgets zur Deckung des tatsächlichen anfallenden Aufwandes in die mittelfristigen Haushaltsplanung 2024 bis 2028 einfließen. Rückstellungen oder Rücklagen können nicht gebildet werden. Überprüfung der Sicherheitskonzepte der Museen und Archive. Die Überprüfung der Sicherheitskonzepte ist durchgeführt und dokumentiert worden. Grundlage bildet der Sicherheitsleitfaden Kulturgut. Ich gebe bekannt, dass Herr Christian Jungnickel das Mandat als stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Sport zum 30.10.2020 niedergelegt hat. Zum Schluss teile ich mit, dass die Arbeitsgemeinschaft Plakette barrierefrei unter meiner Schirmherrschaft 9 Einrichtungen und Objekte mit dem Gütesiegel barrierefrei auszeichnen konnte. Das Gütesiegel soll dazu beitragen, die Selbstverständlichkeit eines barrierefreien Planens und Bauens im öffentlichen Bewusstsein stärker zu verankern. Den Preisträgern ist es in besonderer Weise gelungen, den unterschiedlichen barrierefreien Herausforderungen zu begegnen. Die Auszeichnung mit der Plakette erfolgt im Rahmen einer Videobotschaft. Vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Jahr 2020 hat uns allen viel abverlangt. Einschränkungen waren und sind immer noch Alltag und haben eigentlich alle Bereiche auf den Kopf gestellt. Dennoch haben wir als Bürgerschaft und in den Ausschüssen mit teils pragmatischen Lösungen in diesem Jahr sehr viel erreichen können. Obwohl unsere Entscheidungen vielfach pandemiegeprägt waren. Ich möchte mich ganz einfach bedanken und die Gelegenheit nutzen, mich bei Ihnen für Ihr Engagement in diesen bewegten Monaten zu bedanken. Vor allem aber auch dafür, dass Sie mit viel Verständnis und mit viel Flexibilität auf die geänderten Bedingungen reagiert haben. Nur mit Ihnen war die Arbeit möglich. Mein Dank richte ich natürlich auch an die Verwaltung mit dem Oberbürgermeister, die keinen Aufwand und keine Anstrengung gescheut haben, auf die Ereignisse schnell und angemessen zu reagieren. Letztlich haben Sie auch die so viel Anstrengung unternommen, dass durch Corona die Stralsunderinnen und Stralsunder so erträglich wie nur irgendwie möglich die Sachen zu gestalten. Bleibt zu hoffen, dass wir diese Zeit alsbald überstanden haben. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben gesegnete Weihnachten. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns erhalten. Verlieren Sie nicht den Mut und die Zuversicht und wir sehen uns dann im nächsten Jahr. Leider können wir dieses Jahr
kein Glühwein im Anschluss trinken und keine Schmalzstullen. Können wir nächstes Jahr alles wieder doppelt nachholen. Ich danke Ihnen. Herr Oberbürgermeister, bitte. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrtes Präsidium, liebe Mitglieder der Bürgerschaft, liebe Stralsunderinnen, liebe Stralsunder, liebe Gäste. Als erstes wollte ich noch mal untermauern, die Entscheidung, sogenannte CO2-Messgeräte für die Schulen anzuschaffen. Wir werden also in jedem Unterrichtsraum, jeden Fachraum ein solches kleines Gerät über die Winterferien sozusagen etablieren. Was macht dieses Gerät? Es macht was relativ Triviales, wobei Sensorik auch manchmal teuer ist, auch wenn man es an anderen Stellen verwendet. Es ist ein sogenanntes CO2-Messgerät. Wir messen also, wie viel CO2 ist in der Luft. Also an meinem Arbeitsplatz jetzt genau 789, ich leg's mal lieber wieder zurück, ppm CO2. Der Punkt ist, dass wir gesehen haben, dass es natürlich Geräte gibt, einige funktionieren zum Beispiel mit Ozon, wo die Aerosole, die sich in der Luft befinden und möglicherweise Belastungen haben, ähnlich wie in der Wassertechnik, in der Pooltechnik, abgetötet werden. Man brauchte relativ große Geräte, die die vorhandene Luft sozusagen, ich sage jetzt mal, desinfizieren oder sterilisieren, ähnlich wie man das mit Wasser macht. Kann man machen, es gibt auch andere Verfahren noch, aber es ist relativ aufwendig, es ist teuer und vor allem ist es bei Weitem nicht so effizient, wie wenn man Fensteröffnungen hat und die öffnen kann. Das heißt, wir haben CO2-Messgeräte deshalb gewählt, weil die Aerosole in der Luft sich ziemlich gleich verhalten wie der Kohlendioxidgehalt in der Luft. Und das Gute ist, wenn Corona vorbei ist, kann man die trotzdem verwenden, weil es trotzdem in der Schule auch ganz gut ist, wenn der Wert zu hoch ist, die Fenster aufzumachen und weiß, an welchem Zeitpunkt man die Fenster öffnet, weil jeder weiß, dass wenn der CO2-Gehalt in der Luft zu hoch ist, auch die Konzentration dramatisch nachlässt. Das ist also der Plan. Wir werden diese Geräte in jedes Klassenzimmer bringen mit der Zielfunktion, dass zu den richtigen Zeiten gelüftet wird. Was passiert? Fenster werden aufgemacht, die Temperatur im Raum ändert sich nur marginal, also nur um wenige Grad. Die Fenster werden wieder geschlossen nach dem Luftaustausch, der vollständig insbesondere in der jetzigen Jahreszeit erfolgt. Und danach heizt sich die Luft auch durch den hohen Sauerstoffgehalt deutlich schneller auf. Zumutbar ist das, die Fenster zu öffnen. Und es ist tatsächlich deutlich effizienter, als Technik anzuschaffen, die nicht nur sehr teuer ist, sondern auch im Wirkungsgrad tatsächlich sehr viel geringer ist, als die Luft wirklich manuell über Fenster zu tauschen. Wir messen also und handeln entsprechend und das ist der Plan. Ich hoffe, dass das jetzt wirklich für jeden eingänglich ist und auch zeigt, dass wir nicht sparen wollen, sondern dass es eine kluge Entscheidung ist, es genau so zu machen. Also nochmal, ich habe das gesehen, man braucht für einen Raum, der halb so groß ist wie der, zwei so eine Ozongeräte, ich habe keine Ahnung, irgendwas zwischen 10.000 und 20.000 Euro kostet es pro Gerät. Die Dinger sind laut, die stören und im Grunde ist die Effizienz geringer, auch deshalb, weil ich immer noch den CO2 in der Luft habe und weggeatmet wird. So, jetzt wird sich jeder fragen, wieso sind eigentlich hier nicht die Fenster auf? Wir haben hier so eine Lüftungsanlage. In meinem nächsten Beitrag werde ich schon noch was dazu sagen, dass der Bund auch Umweltanlagen, sozusagen Lüftungsanlagen fördert, insbesondere mit HEPA-Filtern und andere Technologie. Wenn ihr euch jetzt darüber Gedanken macht, ob ihr hier eigentlich sicher sitzt, dann wollte ich noch mal ganz kurz das hier erklären. Wir saugen saubere Luft von draußen an, das ist so ähnlich wie Fenster öffnen, erwärmen die durch einen Wärmetauscher, beziehungsweise kühlen sie durch einen Kompressor im Sommer und pusten sie durch die roten Schlitze wieder raus. Das heißt, ihr atmet immer die saubere Luft von draußen an und die andere, die wir ausgeatmet haben mit den Aerosolen, die wird an den Seiten ausgesaugt und nach draußen an die Luft an einer anderen Stelle logischerweise wieder abgegeben. Gut, also gerne beantworte ich dazu Fragen, aber wir sind uns absolut sicher, dass das die wirklich effizienteste und klügste Maßnahme ist mit den Sensoren und mit dem Öffnen der Fenster. Nochmal, wir haben keine Schulen, wo rund um die Uhr die Fenster auf sind. Das haben wir teilweise beobachtet, auch klar untersagt. Das ist völlig falsch. Kurz aufmachen, gerade jetzt im Winter, 5 Minuten später wieder schließen. Und man kann sehr schön das Lüftungsverhalten an den Geräten prüfen und evaluieren, ob man alles richtig gemacht hat. Und da, wo wir es ausprobiert haben in Schulen, funktioniert es super. So, Punkt 2. Die Bundesförderung, wo Sie sich vielleicht fragen, wofür ist die? Für technische RLT-Anlagen vor allen Dingen. Da geht es um so große Räume wie Hörsäle. Wir haben ja teilweise auch Schulen, die wir derzeit nicht mehr beheizen, sondern wo auch spezielle Lüftungsanlagen drin sind, wo sozusagen das Heizverhalten so gewählt wird, so ähnlich wie das hier auch ist, dass unsere warme Abluft auch nochmal genutzt wird über den Wärmetauscher.
Da kann es sein, dass insbesondere dann, wenn die Luft nicht von draußen angesaugt wird, sondern wiederverwendet wird in Teilen, HEPA-Filter und so weiter eingebaut wird. Und dafür gibt es ein Förderprogramm, wo bis zu 40% der Kosten darüber abgerechnet werden können. Nochmal, wir bevorzugen erstmal eine grundsätzlich andere Methode, aber es gibt verschiedene Räume, wo es nicht anders geht, die geschlossen sind. Da ist dieses Programm gut, ist es vielleicht untergekommen. Deswegen wollte ich dazu nochmal was sagen. 40% davon gibt es. Wir prüfen gezielt auf unsere Räume, die wir haben, auch mit der Hochschule zusammen, aber insbesondere auf Großräume, die wir haben, insbesondere die neuen Schulen, ob das da sinnfällig ist oder nicht. So, besondere Sorgen mache ich mir auch mit Blick auf das nächste Jahr zum Thema Arbeitsplätze. Das liegt zum Teil daran, dass natürlich das Corona-Thema uns sehr intensiv beschäftigt hat und so nach und nach die Wirtschaft natürlich auch an einigen Stellen Themen hat und Probleme kriegt. In der Zeit, wo Wirtschaft gut brummt, kann man alles Mögliche beschließen, Mindestlöhne, viele andere Dinge auch. Das wird uns zum Verhängnis, wenn die Wirtschaft nachlässt. Das wird uns zum Verhängnis, wenn die Unternehmen die Erträge nicht mehr hergeben. Ich mache mir über mehrere Sachen Sorgen. Sie haben gesehen, insbesondere unser Thema Volkswerft. Wir werden alle Bestrebungen zum Erhalt der Arbeitsplätze hier unterstützen. Das mache ich auch persönlich. Wir werden mit Bund und Land alles dafür tun, um die 300 Stellen, die hier avisiert waren, in Stralsund zu streichen, möglichst zu erhalten. Dennoch ist es sehr schwergängig. Insbesondere der Minister ist telefonisch sehr, sehr schlecht zu erreichen. Dennoch kämpfen wir da auf alle Fälle, dass wir dann ein vernünftiges Ziel erreichen. Und ich will jetzt im Detail erklären, was wir dort alles machen, aber es gibt eine ganze Menge von Maßnahmen. Majorell ist ein Thema, wer das gehört hat, das ist ehemaliges Arvato, das Callcenter. Hier wird der Großkundenvertrag zum 31.12.21 gekündigt. Also sehr anzuerkennen ist, dass das Unternehmen also ein Jahr vorher Bescheid gesagt hat, dass es ein Riesenproblem gibt. Es ist auch die Situation, dass gerade Callcenter oftmals auch im Mindestlohnbereich unterwegs sind, die Preise nicht mehr gezahlt werden können. Die Dinge, die sich danach entwickeln, sind jedem klar, die haben sich jetzt entwickelt. Somit fließen solche Aufträge ins Ausland ab oder werden natürlich technisch anders organisiert und finden stärker im Internet statt, sodass oftmals das Personal nicht mehr gebraucht wird. Ich habe insbesondere hier mit dem hiesigen Arbeitsamt zu dem Thema, aber auch mit der Geschäftsführung hier vor Ort, mit der Geschäftsführung auch insgesamt im Konzern und gesprochen, um nochmal zu schauen, ob es andere Optionen gibt. Die sehen die derzeit nicht. Sowohl Stralsund, Neubrandenburg und Schwerin, alle Standorte laufen unwirtschaftlich und funktionieren sozusagen aus dem jetzigen Stand nicht. Dennoch sagt mir die Arbeitsagentur, dass es gute Chancen gibt, jetzt auch, weil wir so einen großen Vorlauf haben mit einem Jahr, die Leute trotzdem in Lohn und Brot zu bringen. Dennoch sage ich jetzt nochmal, dass erkennbar ist, dass aufgrund der Rahmenbedingungen die Wirtschaft unter Druck steht und dass es eben auch so ist, dass man eine Kuh sozusagen auch nicht dauerhaft melken kann und insbesondere dann, wenn der Druck an einigen Stellen wächst, wir Sorgen kriegen würden. Deswegen sage ich mir auch, dass ich mir fürs nächste Jahr doch an einer oder anderen Stelle auch Sorgen mache. Wir werden versuchen, danach zu steuern, werden auch unsere Möglichkeiten nutzen, zu schauen, dass die eine oder andere Entscheidung dann auch positiv für uns ausfällt. Und dass wir auf alle Fälle fürs nächste Jahr gerade an dieser Front wieder neue Aufgaben haben, wo wir längst geglaubt haben, dass wir in einem Flow drin sind, dass das Thema Arbeitsplätze und Sorgen darüber abgearbeitet ist und uns nie wieder trifft. Das sieht aktuell, und ich habe es an den zwei Beispielen gezeigt, anders aus. Gut, nach diesem eher traurigen Punkt möchte ich nochmal einen ganz kurzen Rückblick und einen Ausblick geben. Was den Rückblick angeht, haben wir letztes Jahr trotzdem dieses Jahr doch eine ganze Menge geschafft, gemeinsam auch, und das möchte ich auch mit dem Dank an die Bürgerschaft verbinden. Wir haben dem Gebäudekomplex Maxim Gorki uns angeguckt, haben dort nochmal Geld investiert, was gut ist, auch vor Ort. Wir haben den Triebseer Damm fertiggestellt, wir haben die große Paarower Straße und damit die Gesamtfertigstellung von über 1,3 oder 1,4 Kilometer, weiß ich nicht mehr genau aus dem Kopf, fertiggestellt, auch über einen langen Zeitraum. In der Altstadt ist viel passiert, am Fischmarkt hat Gore zum Beispiel gebaut. Wir haben auch andere Privatinvestitoren, Heigeiststraße 15A, was lange einen sehr schlechten Zustand hatte, was Dormann gemacht hat. Wir haben Böttcherstraße 2 bis 4, die Wohnhäuser Zahlmann. Und wir haben vor allen Dingen für die Altstadt aus meiner Sicht und für unsere Kirchen was ganz Großartiges fertig gekriegt, nämlich unsere Jacobi-Orgel.
Wir haben einige Maßnahmen natürlich begonnen, die im nächsten Jahr fortgesetzt werden. Dazu gehört die Sanierung des Strandbades, was ja höchste Zeit wird, der weitere Bauabschnitt. Sie heute werden über die Vergabe der Wasserbaumaßnahmen entscheiden. Wir werden die Sanierung der Yogi Gagarin-Schule in Gang setzen. Wir haben die Erweiterung des Schulzentrums am Sund, des gymnasialen Teils des Klassenhauses, nächstes Jahr auf dem Schirm. Das Stralsund-Museum führen wir weiter fort, die Baumaßnahme. Wir haben in der Altstadt die Knieperstraße 18-19, kann man gut sehen, wo Kramer und hochinnovative neue Ideen umsetzt mit der TCM-Geschichte und der TCM-Apotheke. Wir haben die Heilgeiststraße 44-45, Hotelergänzung Amber, die da gebaut wird, oder Wohnhaus Mund, zum Beispiel in der Frankenstraße 54, um einige Beispiele zu nennen. Es beginnt nächstes Jahr in der, was teilweise auch schon angefangen habe, die Abbrüche in der Reiferbahn und die Entwicklung, die die SWG für uns vornehmen wird, inklusive der Maßnahme, die wir mit unserer Stiftung an der Stelle umsetzen. Und wir haben natürlich den Neubau des Polizeigebäudes in der Baderstraße. Hier haben wir den Baubeginn auch, der jetzt schon 2020 erfolgt ist. Wir haben die Sanierung und Reaktivierung des Deutschen Meeresmuseums. Wir haben den Umbau des ehemaligen Autohauses Witte zum Schulzentrum, also auch hier Schulbau. Dann haben wir den Neubau der Grundschule Hermann Burmeister. Wir haben den Neubau der Sporthalle Juri Gagarin. Erste Maßnahmen im Parkhaus einer Schützenbastion. Wir haben nächstes Jahr starten gleich am Anfang die Kaikante, die Freiflächengestaltung auf der nördlichen Hafeninsel, also vor Ozeaneum. Wir haben die ersten Maßnahmen zum Stadtraum Neuermarkt. Wir haben die Wiederherstellung der Gasse in der Buchte. Wir haben in der Altstadt das Quartier 68, das ist also das, wie jeder weiß, neben dem Parkhaus, was so nett Kartoffelkiste genannt wird. Hier werden die Maßnahmen nächstes Jahr starten. Fischmarkt 13, was privat Frau Beckmann zum Beispiel aus Wismar macht, Frankenwall 21, das Ärztehaus, was Sie alle, glaube ich, auch verfolgt haben, sehen Sie die Sanierung, Reiferbahn, erster Bauabschnitt. Um einige Baumaßnahmen zu nennen, Sie sehen also, auch hier haben wir nochmal eine neue Dynamik gewonnen, was uns das nächste Jahr bringen soll. Ansonsten werden wir die Eröffnung des Stadtarchivs und den Abschluss der Reinigungsarbeiten, den wir für dieses Jahr verzeichnen können, an den Beständen. Wir haben nach 7,5 Jahren Schließzeit in unserem Stadtarchiv. Seit dem 25. Mai ist sie für die Benutzung wieder geöffnet. Ab 16. November wurde der letzte Teil, der noch ausstehenden Plakate und Urkunden, gereinigt und zurückgeliefert und in das Zentraldepot gebracht. Und damit kann man sagen, dass dieses teilweise nicht nur von Glück begleitete Thema, dass wir das sauber und ordentlich abgeschlossen haben. Und damit ist die Reinigung des Gesamtbestandes des Stralsunder Stadtarchivs jetzt abgeschlossen. Wir hatten die Stralsunder Orgeltage vom 19. bis 27. September und haben gemeinsam diese ersten Stralsunder Orgeltage gefeiert. Es ist gelungen, viele Besucher und Besucherinnen von verschiedenen Veranstaltungen in den Kirchen zu begeistern. Nicht nur unsere prächtige Orgel in Jakobi hat sich den gesamten September an Woche sehr eindrucksvoll präsentiert. Natürlich auch unsere Stellwagen, unsere Buchholzorgel oder ein hochkarätiges Programm geboten. Und Ziel ist es natürlich, das, was wir hier haben, auch weiter fortzuführen, die Orgeltage auch eine Regelmäßigkeit dann für die Zukunft zu versehen. Veranstaltungen 2020 haben wir uns viel vorgenommen gehabt, insbesondere mit dem Jahresthema 650 Jahre Stralsunder Frieden. Es sind von den rund 30 geplanten Veranstaltungen, konnten wir wenigstens 11 durchführen. Trotzdem natürlich traurig, dass vieles da nicht möglich war. Einiges werden wir dennoch nachholen und anderes wird sozusagen bei der Planung verbleiben, was wir also nicht durchführen können mehr. Und dennoch hat die Beschäftigung mit diesem Thema insgesamt uns weitergebracht in der Vorbereitung des Programms und inhaltlichen Auseinandersetzungen, im Schulterschluss mit unseren Vereinen, mit Initiativen, mit Kunstschaffenden und Wissenschaftlern. Da und darum können und werden wir auch in Zukunft anknüpfen, also zum Thema 650 Jahre Stralsunder Frieden. Mit dem Stralsunder Kultursommer im August und September hatten wir angesichts der schwierigen Situation in der Stralsunder Veranstaltungsbranche wenigstens 6 Formate entwickeln können, um ein gewisses Kulturangebot zu ermöglichen. Und wir haben mehr auf digitale Elemente gesetzt, auch um die Menschen zu erreichen, mit der Gedenkveranstaltung zum 8. Mai, mit den Wallensteintagen einmal anders und mit dem Filmformat zum Tag des offenen Denkmals oder der Aktion zu 30 Jahre deutsche Einheit auf dem Alten Markt
haben wir uns stärker im digitalen Raum bewegt und damit auch einige alternative Angebote geschaffen. Als weiteren Punkt möchte ich Ihnen mitteilen, dass wir seit heute aufgenommen worden sind, ist Stralsund, die erste Stadt in Mecklenburg-Vorpommern, die der Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus, eine Initiative der UNESCO, beigetreten ist. Der Beitritt zum ECCAR verdeutlicht die Grundhaltung der Hansestadt, sich in hanseatischer Tradition weltoffen zu zeigen und eine Kultur der Achtung der Menschenrechte und der Nichtdiskriminierung zu fördern. Alle Bürgerinnen und Bürger sollen in Stralsund unabhängig von ihrer Nationalität, ihrer ethnischen, kulturellen, religiösen oder sozialen Herkunft in Würde, Sicherheit und Gerechtigkeit leben können. Wir sind in Stralsund derzeit Stralsunderinnen und Stralsunder aus 111 verschiedenen Nationalitäten. Wir wollen mithilfe des 10-Punkte-Aktionsplans der ECCAR und im Austausch mit den anderen europäischen Mitgliedstädten die Strategien gegen Rassismus und Diskriminierung weiter priorisieren und optimieren. Ja, vielleicht noch mal kurze Entschuldigung, dass ich heute etwas länger brauche. Dennoch ist mir auch der letzte Punkt besonders wichtig. Wir haben das Thema Weihnachtsmarkt in der Hansestadt Stralsund geprüft mit dem klaren Ergebnis, dass Weihnachtsmärkte insbesondere als solches Konstrukt noch dazu öffentlich organisiert nicht erlaubt sind. Gleichwohl möchte ich im letzten Punkt nach meinem Vortrag noch mal einen Ausblick wagen, der dänischen Tendenz trotzdem versuchen würde und gerne dabei auch Ihr Einverständnis mitnehmen möchte. Wir haben einige Folien zusammengestellt. Die Absage des Stralsunder Weihnachtsmarkts hat uns hart getroffen. Und ich hatte ja gesagt, dass wir prüfen, was wir tun können, um weihnachtliche Stimmung in der Stadt zu haben. Und ich möchte dazu einige Fotos zeigen. Wir haben einmal eine Übersichtskarte, die man hoffentlich jetzt sieht, nee, noch nicht gleich, mit den Standorten. Wir haben, und dafür möchte ich insbesondere Susanna Masson-Waber danken, die mir geholfen hat, nicht nur einen sensationellen Preis für die Sterne zu erzielen, sondern die sich auch persönlich unglaublich eingebracht hat. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt rund um die Uhr an diesen Sternen bauen, mich bedanken und gleichzeitig mich bedanken bei Sound Project, die sämtliche Lichtkörper, die sie irgendwo gefunden haben, einsetzen, um die 5 Sterne, die wir am Ende haben, effizient und wirklich nachhaltig zu beleuchten. Also bei beiden Partnern ganz lieben Dank. Wir haben zudem die vorhandenen Bäume, also einige von den vielen zig Zehntausenden, geschmückt und beleuchtet. Und wir haben zusätzlich aufgestellte Tannen, die aus unseren eigenen Wäldern stammen und extra zu diesem Zweck vom Amt für stadtwirtschaftliche Dienste geerntet wurden. Ich wollte nochmal darauf hinweisen, dass wir auch weite 60.000 bis 70.000 andere Bäume gepflanzt haben und selbst die auch nachpflanzen werden. Dennoch ist es üblich, dass man zu Weihnachten einige Bäume auch aus dem eigenen Forst nimmt. Darüber freue ich mich, die wir in der ganzen Stadt aufgestellt haben, geschmückt haben. Und es kommt hier später noch, dass das Amt für Stadtwirtschaft an mehreren Standorten bereits einige der großen Massensterne aufgestellt. Das haben Sie gesehen. Bleibe ich mal bei den Sternen erstmal noch. Weitere Folgen jetzt, sobald sie aus der Produktion kommen, also der nächste, glaube ich, am Freitag und dann immer im Wochentakt. Schneller können die nie hergestellt werden, weil man auch sieht, die sind etwas groß und doch auch aufwendig. Konnte ich auch selber sehen und ein Stück weit mitwirken, dass sie fertiggestellt werden. Der nächste kommt jetzt nach Grünhufe und dann gibt es einen weiteren in Knieper West und dann gibt es einen weiteren in der Triebseer Vorstadt. Ich glaube, der Knieper West wird, glaube ich, als letzter aufgestellt und vorher noch der in der Triebseer, weiß ich auch nicht genau. Ich möchte mich gleichzeitig erstens für die Idee bei Hendrik Lastowka bedanken, dass wir in St. Marien einen weiteren Stern aufgehängt haben. Insbesondere bei der Begeisterung von Christoph Lehnert wollte ich mich bedanken und natürlich bedanken bei unserem THW, die in der Nachtaktion das großartig gemacht haben und den Stern da hochgeschleppt haben, aufgebaut haben, illuminiert haben und es eindrucksvoll auch noch mit einer Drohne gefilmt haben. Also ich habe mich darüber sehr gefreut, insgesamt über alle, die hier mitgewirkt haben. Und es ist auch von den Stralsunderinnen und Stralsundern wahrgenommen worden. Jetzt nochmal zurück zu den Weihnachtsbäumen. Wir haben also auch gesehen, das haben Sie auch in dem Chart vielleicht erkennen können, dass wir kleine Weihnachtstannen in allen Stadtteilen aufstellen konnten und wir unsere Stralsunder Kitas dazu begeistern konnten, Schmückpatenschaften
aufzunehmen. Auch hier nochmal an das Kulturamt, an Steffi Bernd und ihre Mannschaft, vielen Dank auch für diese Idee. Wir haben die Kita Spielkiste, Kita Zwergenhaus, Kita am Grünhalm, Kita Sundwelle, Kita am Stadtwald, Kita Brunnenaue, Kita Knieperdamm, Kita Eden und die Stralsunder Werkstatt begeistern können, um diese Baumschmückaktion koordiniert vom Kulturamt durchzuziehen. Und man kann das auch sehen, da hängen also viele Wünsche und andere kreative Ideen an den Bäumen. Bis in die zweite Januarwoche hinein, also ich würde es jetzt aus sächsischer Sicht nochmal sagen, also Weihnachtsschmuck steht im Lichtmess, das ist dieses Jahr der 2. Februar. Und solange lassen wir im Übrigen auch wenigstens die Sterne stehen. Das gilt auch für die Rathausfassade, hier steht jetzt 2. Januarwoche, das verstehe ich gar nicht, da muss das nochmal ran. Werden wir natürlich auch die Rathausfassade mit verschiedenen Lichtanstrahlen, neue Sterne von Masson haben wir im Rathausdurchgang auch, die sind also auch noch neu produziert, die mit wechselndem Licht illuminiert werden. Und ich freue mich natürlich auch über den Adventskalender, den wir mit unserer SWG an einer Hausfassade in Knieper West angebracht haben. Und ich finde auch, dass der Bürgergarten weihnachtliche Beleuchtung am Knieperteich beigetragen hat, worüber ich mich auch sehr gefreut habe. Auch online sind wir in den nächsten Wochen weihnachtlich unterwegs. An den 4 Adventssonntagen und zu Weihnachten bringen wir 5 Videoclips vorweihnachtliche Stimmung zu den Stralsundern nach Hause. 4 Menschen aus unserer Stadt und das Theater Vorpommern. Unser Theater Vorpommern haben spontan ihre Unterstützung und Mitwirkung in diesen Aktionen zugesagt. Hier ist zum Beispiel Stralsund liest am ersten Advent Silvia Liegfeld, die Leiterin unserer Stadtbibliothek, Weihnachten ganz wunderbar. Dann haben wir Stralsund bastelt am 2. Advent mit Gabriele Wilke vom Friemelkram, Stralsunder Zapfenenge. Wir haben das Stralsund backt von Katrin Hoffmann, die Kochbuchautorin. Wir haben Stralsund singt, unser Theater, und ich selbst werde am Heiligen Tag beantworte ich mit höchstpersönlich die Frage, ob es wirklich einen Weihnachtsmann gibt, und werde dazu was vorlesen. Die Videoclips sind immer an den Nachmittagen der Adventssonntage auf dem städtischen YouTube-Kanal online. Sie können gern von jedermann geteilt werden und natürlich sind alle zum Mitlesen, Nachbasteln und Nachbacken aufgerufen. Folie 7 auf dem Alten Markt, direkt vor der Weihnachtstanne und der Rathausfassade, ist seit Montag eine analoge Fotobox aufgebaut. Hier können Passanten einen weihnachtlichen Fotogruß aufnehmen und direkt per Handy versenden oder einfach eine fotografische Erinnerung mit der Familie und Freunden weihnachtlichen unter der Lichtkulisse festhalten. Ich wollte auch nochmal Aurel Hagen Dank dafür sagen, für die Strohballen, die frisch auf den Alten Markt gelegt worden sind und für die Kinder eine wahre Freude sind, für uns auch. Wir müssen nämlich dann das Stroh in der ganzen Stadt wieder aufsammeln. Und anschließend noch ein Ausblick auf morgen. Vom 4. bis 13. Dezember wird mit Einsetzen der Dunkelheit von 16 bis 21 Uhr eine weihnachtliche Videoprojektionsshow die Fassade des Arthushofs in Szene setzen. Und mehr wollen wir an der Stelle noch nicht verraten. Gleichwohl bin ich bei all den Aktivitäten, über die wir uns auch freuen, trotzdem immer wieder angesprochen worden zu dem Thema, wie ist das trotzdem in der Innenstadt mit dem Weihnachtsmarkt, insbesondere mit Blick auch darauf, dass es ja offensichtlich möglich ist, in Einkaufszentren gewisse Aktivitäten dort zu haben und sicherlich dort auch einen Glühweinstand und andere Dinge zu haben. Wir sehen auch, dass die Glühweinstände, die sozusagen aus den Läden sozusagen heraus agieren, was sie auch rechtlich dürfen, sich so große Beliebtheit erfreuen, dass es auch ein gewisses Problem ist. Da haben sich Schlangen gebildet, die so sind, dass wir sie auf keinen Fall haben wollten. Und insofern kündige ich an, hätte mir eigentlich fast dafür noch einen Bürgerschaftsbeschluss gewünscht, aber irgendwie ist es mit den ganzen Dringlichkeitsanträgen jetzt untergegangen. Ich würde aber trotzdem das jetzt verkünden und Sie auch darüber bitten, darüber nochmal nachzudenken, dass wir sehr wohlwollend mit dem Element der Sondernutzung umgehen wollen und sich vorstellen können, dass wir zwar nur Lokale, die also hier vor Ort wirklich sind und vielleicht bis zu 10 oder 15 solche Stände dann allerdings sehr, sehr weit verteilt über die Altstadt uns vorstellen können und uns das, nochmal, es ist kein Weihnachtsmarkt und ich mache das auch nicht, das darf ich nicht, ich sage das mal ganz klar für die Presse, für alle, es darf kein Weihnachtsmarkt sein, gleichwohl ist eine solche Sondernutzung denkbar, wir werden es aber auch genau kontrollieren, wenn es nicht funktioniert, die Leute da stehen bleiben und sich Gruppen bilden, dann werden wir den ganzen Versuch wieder abbrechen. Dieses Wagnis
würde ich ankündigen, einzugehen, dass man sozusagen Sondernutzung wohlwollend angeht. Wir würden es dann kontrollieren und hoffen, dass der UB dafür nicht in den Knast kommt. Oder vielleicht hoffen das einige von euch doch, aber die meisten wahrscheinlich nicht. Gut, das wäre der Vorschlag, der jetzt im Raum steht. Da kann vielleicht jeder noch mal drüber nachdenken und mir noch Hinweise geben. Wir werden das versuchen, dass das so funktioniert, dass genau die Abstandsregeln und die Rahmenbedingungen eingehalten werden. Wir appellieren auch noch mal wirklich an alle Besucher dann in Stralsunder, sich an die Abstandsregeln und die Rahmenbedingungen zu halten. Nochmal klappt das nicht, müssten wir dort den Stecker wieder rausziehen, was ich sehr schade finde. Ich möchte abschließend die Gelegenheit nutzen, mich bei Ihnen, bei euch als Bürgerschaft zu bedanken. Bei all den Problemen dieses Jahres glaube ich, dass wir trotzdem wirklich viel geschafft haben, eine Menge vorangebracht haben, nicht nur baulich und inhaltlich, sondern es tatsächlich auch geschafft haben, dass in einer Zeit, die wirklich schwierig ist, die Stralsunder zusammengehalten haben, zusammengestanden haben und hat jeder einen großen Beitrag dran, natürlich in erster Linie die Stralsunder und Stralsunder, aber jeder von euch auch darauf geachtet hat, dass die Leute nicht gespalten sind, sondern gezielt nach vorn gucken und geschaut haben, dass es in der Stadt positiv vorangeht, aber für jeden Einzelnen eben auch. Und darüber bin ich froh, dass die Stralsunder zusammenhalten. Und das ist das Größte, glaube ich, was wir brauchen. Und ich glaube, für uns alle auch das wichtigste Weihnachtsgeschenk daran. Habt ihr alle einen Anteil und dafür wollte ich Danke sagen. Dankeschön. Ja, ich wollte noch mal ergänzen, eigentlich wollte ich so ein Verschiedenes sagen. Also wir wollten uns mal beim OB und bei allen, bei der ganzen Verwaltung bedanken, dass sie sehr kreativ gearbeitet hat in der Beziehung jetzt zu Weihnachten und die Stadt so schön gestaltet haben. Da muss man auch mal Lob aussprechen, glaube ich. Und das kommt von unserer Fraktion, sage ich mal, herzlichen, also schönen Dank, Alex. Und habt ihr euch was Tolles einfallen lassen? Ist jetzt egal, wer da mitgewirkt hat. Ich glaube, der Bauhof hat genug Arbeit zurzeit und ist, glaube ich, an der Kotzgrenze, denke ich mal. Aber schönen Dank, dass ihr euch da so, dass ihr da so kreativ wart. Und wie gesagt, schönen Dank von unserer Fraktion. Kommt gemeinsam alles. Schönen Dank. Ne? Danke. Stefan Bausche. Ja, der OB hatte ja darum gebeten, insbesondere mit Hinblick auf die Sondernutzung, die da erteilt werden sollen, auch vielleicht nochmal eine Unterstützung oder ein Statement durch die Bürgerschaft auch zu bekommen. Und deshalb würde ich ganz gerne eine 5-minütige Auszeit beantragen und vielleicht die Fraktionsvorsitzenden bitten, kurz mal zusammenzukommen, um da Möglichkeiten und Wege dazu zu besprechen. Gut, 5 Minuten Auszeit. Herr Bauschke, Sie wollten was sagen. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Wir hatten uns eben jetzt, wie angekündigt, nochmal im Kreise der Fraktionsvorsitzenden zu dem Vorschlag verständigt. Und ich darf sozusagen stellvertretend für alle Fraktionen hier im Haus auch nochmal sagen, dass wir den Weg, den der Oberbürgermeister da jetzt einschlägt, auch vollumfänglich unterstützen werden. Das auch als politisches Signal, auch, dass wir das ermöglichen möchten. Dass hier das auch sozusagen zu einer weihnachtlichen Stimmung beiträgt. Uns ist dabei auch ganz deutlich und auch bewusst, dass es auch ein hohes Risiko ist, dass wir da eingehen und auch fortwährend und ständig auch kontrollieren müssen, dass das auch mit allen Möglichkeiten und unter allen hygienischen Anforderungen, die es da gibt, einfach auch kontrolliert werden müssen. Und dennoch denken wir alle, dass das ein gutes Zeichen auch ist, den Weg jetzt so zu unterstützen, auch mit im Rahmen von Sondernutzungen auch ein gewisses weihnachtliche Stimmung zu ermöglichen und signalisieren da auch im Rahmen aller Fraktionen auch Unterstützung an der Stelle für den Kurs des Oberbürgermeisters. Danke für die Unterstützung an die Verwaltung. Bitte, Herr Oberbürgermeister. Gut, nochmals, wir werden das jetzt sozusagen angehen und kann es rechtlich jetzt nur so sagen, dass wir sozusagen so eine Sondernutzung sehr positiv begleiten werden. Ich wollte, weil ich das vorhin nicht gemacht habe, mich insbesondere bei Herrn Wiezern auch nochmal bedanken, der wirklich gekämpft hat, dass wir den Stand, wo eigentlich nichts sein durfte, jetzt in dem Zustand haben. Dann habe ich auch noch vergessen, in dem letzten Bild darauf hinzuweisen, dass es auch noch was Neues von der SWG gibt. Kann man sich nochmal umdrehen, auch sehr schön. Also an dem Gebäude gegenüber ist da auch nochmal was Neues entstanden. Ja, pünktlich fertig geworden zur Bürgerschaftssitzung. Sehr schön. So, meine Damen und Herren. Kommen wir zum Top 7 Fragen. Die
Antworten liegen in allen wie in gewohnter Weise vor, schriftlich, richtig? Keine Widerrede. Dann darf ich zum 7.1 Herrn Adomeit fragen, Nachfrage. Bitte? Naja, die werden alle schriftlich beantwortet. Die erste Frage jetzt. In der Beantwortung steht drin, dass die Firma besser parken bis zum 30.09.2020 vertraglich gebunden war an die Parkhäuser. Ich weiß, ich habe mal recherchiert und da steht, am 25.09.2020 Liquidation der Firma besser parken. Ich weiß es nicht. Da steht jetzt also römisch X und V, also 15. Ist am 25.09. ist die Gesellschaft als gelöscht dargestellt worden. Aber wenn jetzt am 25.09. gelöscht worden ist, gibt es die Firma ja gar nicht mehr. Wie kann sie dann bis zum 30.09. unsere Parkhäuser bewirtschaften? Das ist die Frage 1. Ja, nächste. Wer kommt jetzt? Nee, wird nicht. Wird schriftlich beantwortet. Gut, nächste Frage ist normalerweise jetzt Kontrolle der Mindestlöhne der Arbeitnehmer in den Parkhäusern. Herr Habeneck hat geschrieben, es ist nicht möglich, dies zu kontrollieren, weil es in das GmbH-Recht eingreifen würde. Erst zweite Frage. Und nach meinen Recherchen in Schleswig-Holstein kann man sich die Lohnzettel anfordern und dort kann man kontrollieren, ob der Subunternehmer auch den Mindestlohn zahlt. Und wenn man das nicht so hinkriegt, dann kann man es ja auch im Vertrag rechtlich festsetzen, dass man kontrollieren kann. Das ist ja mal die Frage ist jetzt, es ist möglich, aber es wurde nicht gemacht. Das ist die Frage. Die Frage ist das, ja. Also kein Statement, bitte fragen. Die Frage ist jetzt, warum wurde es nicht vereinbart, dass man diese Sachen jetzt, den Mindestlohn, kontrollieren kann und ob der Mindestlohn ab 01.01.2017, der ja erhöht worden ist, von 8,50 Euro auf 8,84 Euro, glaube ich, ob der auch kontrolliert worden ist, ob da ein neuer Vertrag vorliegt mit dem Subunternehmer. So. Dritte Frage. Die dritte Frage ist jetzt, dort wurde eine Maschine gekauft, glaube ich, eine Reinigungsmaschine aus der, von der Firma Besser Parken. Meine Frage ist jetzt, wenn die Firma so und so schon insolvenz gegangen ist, warum kann man das Ding überhaupt nicht aus der Insolvenzmasse kaufen? Warum muss man auch da, warum muss man es überhaupt kaufen von der Firma? Das ist die Frage jetzt. Ja, danke. Drei Fragen. Werden schriftlich beantwortet. 7.2. Begrüßungsgeld für Studierende und Auszubildende. Herr Liebeskind, Nachfrage? Keine Nachfragen. Danke. 7.3 Sachstand zum Prüfauftrag Steganlage für Gastronomie und Wassersport. Herr Buchsbaum, Nachfrage? Soweit keine, ich habe es gerade eben gelesen. Danke. 7.4 zukunftsweisende Arbeitsmodelle. Josephine Kümbers, Nachfrage? Keine, danke. 7.5 Bau eines Parkplatzes am Tefiner Weg. Herr Suhr, Nachfrage? Keine Nachfrage. Danke. 7.6 Planung zur Bebauung der Tiefgarage am Meeresmuseum. Annette Kindler, Nachfrage? Die Nachfrage kommt schriftlich. Danke. 7.7 zur Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen. Frau Bartel? Keine Nachfrage, vielen Dank. Danke. Das war's. Einwohnerfragen haben wir nicht heute. Kommen wir zu den Anträgen. 9.1 Einrichtung eines Kurbäderbetriebes in der Hansestadt Stralsund. Herr Adomeit, Sie haben das Wort. Also nochmal. Also der Antrag beruht darauf, dass wir unter uns ein Solo-Vorkommen haben, das man auch medizinisch nutzen kann. Und deswegen mein Antrag, wir haben die Infrastruktur, wir haben Hansedom, wir haben ein Hotel. Warum kann man nicht aus dem Schatz, der unter uns liegt, was draus machen und dadurch ein Reha-Zentrum machen oder ein Thermalbad? Weil wir haben ja nun mal viele Hotels, Gaststätten, wo man sagen kann, ab September, Oktober ist hier oben nichts los. Und wenn wir das dieses schaffen einzurichten dort, dieses Solobad, haben wir eine ganzjährige Nutzung. Luftkurort sind wir ja schon und deswegen sollten wir doch daran probieren, unsere Hotels, Gastronomen,
ganzjährig eine Auslastung zu garantieren, höhere Steuereinnahmen, mehr für den Haushalt, können wir auch mehr ausgeben. Deswegen bitte ich Unterstützung meines Antrages. So, gibt es noch Wortmeldungen in dem Prüfauftrag? Keine. Wer diesem Prüfauftrag Zustimmung geben kann, bitte ums Kartenzeichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wer ist dagegen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ist die Mehrheit. Stimmenthaltung. 2, 3. Damit ist diesen Antrag nicht stattgegeben. 9.2. Errichtung eines Brand-Zivil-Katastrophenschutzzentrums in Stralsund. Herr Adomeit. Also das Areal um die ehemalige Lokschuppen 1, 2 und 3 ist schon seit 20 Jahren, kann man sagen, eine Brache. Und normalerweise muss man davon ausgehen, dass wir kaum noch Zivilschutz oder Katastrophenschutz in unserem Kreis oder da sagen, fast gar nicht mehr vorhalten können. Man hat ja gesehen, normalerweise jetzt bei den letzten Terminen mit dieser Sirenenprüfung oder Sirenen, deutschlandweiten Sirenentest, der ging voll in die Hosen, da ging gar nichts. Und normalerweise muss man langsam Angst bekommen, weil bei einem sogenannten Blackout, das heißt einem Totalausfall des Netzes, sind wir oben hier im Norden, kann man sagen, fast 3 oder 4 Wochen ohne Strom. Das ist so, weil das Netz vom Süden aufgebaut wird. Wir haben oben, wir können maximal vorhalten, das Krankenhaus gesund und mehr nicht. Und nun stellen wir uns mal vor, wir haben noch im Winter 78, 79, den wir meistens auch viele miterlebt haben. Da kann man sagen, was hier oben abgeht, ist eine Katastrophe. Und da haben wir bestimmt hunderte Tote, weil hier oben läuft dann gar nichts mehr. Und der Zivilschutz, Katastrophenschutz, ist schon seit Jahren vernachlässigt worden. Und deswegen sollten wir mal zusammen mit dem Bund vielleicht, weil ich kann mir vorstellen, dass das THW vom Denholm dort etabliert werden kann. Wir hatten früher mal hier in Straßen auch einen sogenannten Notzug oder einen Notlok. Die heißt, bei Stromausfall konnte die irgendwelche steckgebliebenen Züge abziehen. Der Notzug war vorbereitet für Katastropheneinsatz bei Anschlägen oder Eisenbahnunfällen und konnte dort mit Mann und Maus losfahren und dort helfen. Wir haben nichts mehr. Der Notzug ist in Neustrelitz. Die Notlok liegt, glaube ich, in Schwerin fest. Also wir sind ja weit ab vom Schuss. Und solche Sachen könnten wir oben gleichzeitig Lokschuppen auch wieder in Gang bringen. Dann haben wir auch die Schienennetze können wir nutzen, alles ist ja da. Und normalerweise Zivilschutz ist, glaube ich, schon bei uns seit Jahren bei der Bevölkerung. Ja, ich glaube, die meisten wissen ja gar nicht, was es heißt, Verband anzulegen, irgendwelche Sachen zu machen. Das ist so. Und es ist eigentlich jahrelang, deswegen, der Platz ist ideal. Aber ich glaube, die Kosten dort für Straßen werden ziemlich hoch. Ich vermute so, allein schon der Bodenaustausch wäre schon bei 10 Millionen. Der ganze Boden ist doch verseucht unten durch Öl und alle Sachen unten. Und deswegen müssen wir eigentlich mehrere Partner reinkriegen, vielleicht den Kreis noch, das Land und der Bund. Das sind unsere drei Partner eigentlich. Sonst können wir das Ding eigentlich auch vergessen. Und deswegen finde ich, die Sache ist nicht schlecht. Und wenn wir das prüfen lassen, dann werden wir sehen, was rauskommt. Und deswegen bitte ich Unterstützung. Danke. Frau van Aldeoorn. Also es stellt sich vordergründig auf jeden Fall die Frage, ob ein solches Zentrum tatsächlich den höchstmöglichen Schutz bieten kann. Und davon mal abgesehen, gibt es verschiedene Probleme, die sich da auftun. Zunächst einmal die Notwendigkeit eines Zivilschutzlagers des Bundes in Stralsund darf generell einmal in Frage gestellt werden und wird es auch. Man muss hier nämlich nicht nur Stralsund betrachten, sondern das Gesamtkonzept, was für den Bund aufgestellt wurde. Dann zweitens, der Katastrophenschutz und dessen Einheiten sind derzeit sehr gut untergebracht und eine neue Katastrophenschutzhalle befindet sich bereits in Bergen auf Rügen in Bau. Und mir ist nicht bekannt, dass es weiteren Lagermöglichkeiten für den Katastrophenschutz im Kreis bedarf. Der Brandschutz direkt liegt natürlich in der Zuständigkeit des Oberbürgermeisters der Hansestadt Stralsund und der Standort Lokschuppen ist aus planerischer Sicht zum Beispiel für die zeitgerechte Erreichung von Orten durch die Feuerwehr im gesamten Stadtgebiet überhaupt nicht geeignet. Insbesondere die Gebiete Knieper Nord, Knieper West und Grünhufe sind von
dort aus, also vom Lokschuppen auf, definitiv nicht zeitnah zu erreichen. Und demnach würden wir die Auflagen, die uns auch das Brandschutzgesetz dort bietet, nicht gerecht werden. Demnach lehnen wir diesen Antrag ab. Herr Sohr, dann Herr Adomalt. Herr Oberbürgermeister hat sich ja auch zu Wort gemeldet. Insofern ist vielleicht meine Frage sinnvoll. Wir haben ja zu der Frage Lokschuppen und Nutzung der Lokschuppen unterschiedlichste Bemühungen auch von Seiten der Verwaltung. Mich würde einmal interessieren, wie die Verwaltung einschätzt, ob es Sinn macht, eine solche zusätzliche Nutzungsoption im Zusammenhang mit dieser Immobilie tatsächlich nachzuverfolgen, also tatsächlich zu prüfen. Da hätten wir Sympathie mit diesem Antrag, aber wir wollen gerne auch wissen, wie weit ist denn die Verwaltung und wie sieht sie das? Das, was von allen Leuten gerade gesagt hat, deutet ja darauf hin, dass von vornherein die Rahmenbedingungen für ein solches Vorhaben gar nicht günstig oder sogar grundsätzlich hinderlich wären. Deshalb habe ich die große Bitte, dass der Oberbürgermeister dazu vielleicht mal kurz drei Sätze sagt. Herr Oberbürgermeister. Also die Defizite, was den Cut-Schutz angeht und mögliche Themen, wenn wir mal einen Totalstromausfall oder andere Themen haben, da haben wir verschiedene Szenarien in der Stadt durchgespielt. Insgesamt ist der Cut-Schutz nicht Aufgabe der Hansestadt Stralsund. Vielleicht wäre es nochmal gut, den Kreis damit zu bemühen. Ich wollte nochmal sehr deutlich sagen, dass wir mit dem Technischen Hilfswerk in Stralsund die größte Einheit in ganz Mecklenburg-Vorpommern haben und insgesamt wir auch eine sehr, sehr leistungsfähige Feuerwehr haben. Wir haben nicht nur die Freiwillige Feuerwehr, wir haben auch noch zusätzlich eine Berufsfeuerwehr, was im Übrigen in unserer Stadtgröße nicht zwingend notwendig wäre. Wir halten das aber für notwendig, deswegen halten wir sie nach wie vor. Und das halte ich auch eine ganz wichtige Einheit. Ansonsten ist für Katastrophenschutz tatsächlich der Kreis zuständig. Ich glaube, dass Michael Adomet recht hat, dass es schlecht ist oder schlimm ist, dass die Lokschuppen in so einen Zustand gekommen sind. Auch weil das alles so katastrophal ist, hat sich die Hansestadt Stralsund entschieden, gut, wir haben das mit dem Trick gemacht, also unsere Gesellschaft, also die Hansestadt Stralsund hat sich entschieden, das Gelände zu erwerben und es einer Nutzung zuzuführen. Jetzt ist es natürlich so, dass wir auch ein paar Minuten dafür brauchen, das einer Nutzung zuzuführen, dass wir aber sehr zuversichtlich sind, dass wir dort was Vernünftiges finden und dass es dort tatsächlich auch eine ganze Menge Dinge schon gibt und dass ich glaube, dass wir da an einem guten Konzept jetzt arbeiten, worüber ich aber auch nicht weiter reden möchte. Ich habe bei mir in der eigenen Verwaltung auch nochmal rumgehorcht, was gute Ideen wären. Ich glaube, dass es zumindest einen Punkt geben soll, wo auch das Thema Lok, das Thema Bahn und vielleicht auch das Thema Kultur eine Rolle spielen soll. Ich glaube aber, dass die restliche Fläche auch einer Verwendung zugeführt werden muss, die das Ganze wirtschaftlich trägt. Und insofern hatte Michael Adomet sicherlich die Idee, dass er gesagt hat, naja, wenn wir das irgendwie hinkriegen wollen, dann muss da was Öffentliches hin und wenn wir es schaffen, Bund, Land und Kreis noch zu aktivieren, dann ist eine Menge Geld da. Und insofern schätze ich die Idee, aber ich denke, dass der Standort, und das hat Ann-Christine von Allwürden ja auch schon gesagt, und das ist auch unsere Auffassung, insbesondere für das Cut-Schutz-Thema oder auch für unser Feuerwehrerweiterungsthema, wo wir auch nachdenken, an dem Standort nicht so gut ist, sondern dass wir dort was anderes vorhaben. Gleichwohl, sage ich nochmal, kann ich das total verstehen, dass ihr euch Sorgen um die Lokschuppen macht und dass Mischa sich um die Lokschuppen Gedanken macht. Und ich kann an der Stelle sagen, auch wenn ich da noch nicht alles sagen kann, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir da nur guten Ideen hinterher sind, die auch so ist, dass ein Großteil sich der Anlage tragen wird. Das, was mit dem Kreis vorgesehen war, wird nicht stattfinden. Das ist also eine andere Idee. Herr Adomet. Von Frau Allwern. Würde ich gerne mal wissen, normalerweise, also hat man dann die Zeit noch getestet? Und wenn die getestet worden sind, würde ich gerne mal die Zeit nach haben, wie es sein würde, wenn dort die Feuerwehr nach Grünhofe fahren würde. Das erstens. Also die Zeit möchte ich gerne mal haben. Grünhofe, Kimmer West, die erreichbaren Zeiten, die würde ich gerne einfach mal haben. Ich schätze, Frau Allwern wird die auch schlecht im Kopf haben. Oh, das tut mir aber leid. Herr Oberbürgermeister, Sie haben gesagt, Katastrophenschutz ist Sache des Kreises. Aber eins kann ich Ihnen sagen, wenn hier in unserem Stadtgebiet ein Lok entgleist oder ein Zug entgleist und irgendwie ein Anschlag ist, dann ist die Gemeinde oder die Kommune für verantwortlich. Das wurde mir auch schon gesagt vom Kreis. Wir sind verantwortlich für Lok oder Eisen oder Züge. Wenn da was passiert, ist immer die Kommune und die Gemeinde dafür verantwortlich und nicht der Kreis. Das habe ich schon gefragt. Also das stimmt nicht so ganz. Bis 2003 gab es den sogenannten Notzug.
Dann sollte das THW übernehmen, die Sache mit der Eisenbahnunglücken und Katastrophensachen bei Eisenbahnunglücken. Das ist dann wieder aber abgegeben worden an die zuständige Gemeinde und Kommune. Das ist so. Ja, danke für die rechtliche Aufklärung. Frau Bartel. Also Michael, ich bin jetzt vielleicht die Dritte, die dir sagt, wir danken dir für dein Engagement, dass du dich jetzt dafür einsetzt, besonders auch was die Lokschuppen betrifft. Ich glaube, Frau Alwürden hat es hinreichend begründet, dass wir diesen Antrag ablehnen werden. Und ich möchte auch in Anbetracht der Situation hier nicht mehr darüber reden. Wir kommen jetzt vom Hundertsten ins Tausendsten. Ich bitte ja zum Abstimmung. Ja gut, danke. Herr Würdig nochmal. Ja, auch wenn die Kollegin gesagt hat, sie bittet ja zum Abstimmung. Zunächst erstmal, glaube ich, ist es wichtig zu sagen, dass wir eine gute Absicherung haben in diesen drei Bereichen, dass auch der Kreis da auch gut aufgestellt ist und dass der Kreis auch durchaus in der Lage ist, uns hier zu helfen, sollte es zu einer Katastrophe kommen, wie Sie es dargestellt haben. Ist das eine. Das andere ist, wir sind tatsächlich, ist das dreigeteilt, Bund, Land und Kommune. Und da muss man mit denen vielleicht auch vorher nochmal darüber sprechen. Und das Thema Lokschuppen ist tatsächlich etwas, was wir vielleicht mal nochmal gesondert diskutieren sollten. Und die Sorge um Probleme auf der Schiene sollte man dann bei der Deutschen Bahn vielleicht mal anfragen, wie die das sehen, wie die meinen, dass sie mit unserer Sicherheit umgehen. Herzlichen Dank. Herr Audemann nochmal. Durch was Sie gerade erzählt haben, ich meine, sind Sie ja Fachmann oder was? Die kennen sich aus, also normalerweise, also es ist Fakt, das kam vom Herrn Zimmer und der hat eindeutig gesagt, Zimmer war glaube ich, ne? Der hat eindeutig gesagt, die Frage habe ich gestellt beim letzten Ausschusssitzung, Katastrophen, Prioritation, und da hat er gesagt zu mir, Herr Alomait, es ist so, die Eisenbahn, das müsste die zuständige Gemeinde und Kommune übernehmen. Herr Zimmermann ist ja normal ein bisschen, der ist ja vom Landrat, da weiß er Bescheid, warum soll er mich da belügen? So, ich sehe keinen weiteren Redebedarf. Wer diesem Antrag Zustimmung geben kann, bitte ums Kartenzeichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 7. Wer ist dagegen? Das ist die übergroße Mehrheit. Stimmenthaltung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kommen wir zu 9, damit ist ein Antrag nicht stattgegeben. 9, 3. Die Geschichte der Hansestadt Stralsund von 33 bis 220 aufarbeiten. Herr Ademeyer. Liebe Bürgerschaft, wenn Sie die Antwort von, von Frau Dr. Heun gelesen haben auf meine kleine Anfrage, dann müssen Sie festgestellt haben, dass hier seit Jahren in der Stralsunder Geschichte, also es ist nichts gemacht worden. Wir haben aber nicht mal eine eigene Stadtchronik. Sind, glaube ich, die einzigen, Rostock hat eine, Greifswald eine, wir die einzige Weltkulturerbestadt, glaube ich, die nicht mal eine Stadtchronik hat. Und deswegen bitte ich Sie einfach, diesen Antrag zuzustimmen, ich mache es kurz, weil es ist nichts gemacht worden, es ist nicht aufgearbeitet worden von 33 bis heute, es gibt nichts. Es sind alles nur sporadische Sachen, die von Vereinen gemacht werden, aber im Großen und Ganzen ist es alles Sicht der Leute, die damit zusammenarbeiten, aber nicht wissenschaftlich fundiert aufgearbeitet worden. Ist eigentlich schlimm für eine Weltkulturerbe Stadt, Herr Oberbürgermeister. Zuerst Herr Philipp, dann Frau Bartel, dann Frau Korinth. Herr Buchsbaum, Frau Fechner. Also wir finden den Antrag gar nicht so schlecht und wir würden ihn gerne verweisen im Kulturausschuss. Da denke ich mal, sollte man drüber beraten. Und ich denke mal, finanzielle Auswirkungen hat er auch. Und ich glaube, da ist er aufgehoben. Deswegen der Verweisungsantrag. Verweisungsantrag. So, Frau Bartel. Also ich als Kulturausschussvorsitzende kann damit natürlich sehr gut leben. Herr Alomait hat recht, es liegt einiges im Argen hier in der Stadt. Da sind wir aber auch selbst dran schuld. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, vor dem Jahre 2004, ich war noch nie in der Bürgerschaft, fand ein Kahlschlag, gerade auch im Kulturhistorischen Museum statt. Um Kosten zu sparen, wurde da entlassen. Die Sachlage hat sich jetzt natürlich nicht geändert. Es sind auch überhaupt keine Wissenschaftler da, die das hier in Stralsund aufarbeiten könnten. Also so ist jetzt erstmal die Lage. Und natürlich wird sich dann der Kulturausschuss dem annehmen. Und Micha hat schon richtig gesagt, es sind natürlich auch Kosten damit verbunden. Und für unsere Stadt ist es schon wichtig,
diesen Zeitraum genauer sich anzusehen und den auch wissenschaftlich aufzuarbeiten. Wir haben es damit zwei Diktaturen zu tun und wir haben es mit der Wende zu tun. Und insofern stimmen wir natürlich auch dem zu. Unsere Idee war eigentlich, einen Prüfantrag daraus zu machen, was dann für den Ausschuss vielleicht ein bisschen leichter gewesen wäre. Aber wir können noch damit leben. Frau Korrent. Also wir stimmen der BFS zu. Die Fraktion CDU, FDP möchte auch diesen Antrag in den Kulturausschuss verweisen. Herr Oberbürgermeister. Ja, vielleicht noch eins dazu. Es gibt natürlich in den letzten 800 Jahren eine ganze Menge Zeiträume, wo es auch ganz gut wäre, das eine oder andere noch zu untersuchen. Ich finde es auch grundsätzlich richtig, die letzten Jahre so von 33 bis 20 nochmal aufzuarbeiten. Aber auch dennoch muss ich sagen, dass es nicht so ist, dass wir aus dieser Zeit nichts haben, beziehungsweise, und das wäre wirklich schlimm, wenn es so wäre, daran nicht gearbeitet hätten. Das ist nicht der Fall. Ich habe ja über 3,5 Seiten Einzelprojekte und Themen, auch umfassende Themen, die wir bearbeitet haben, auch aktuelle, wo wir dran sind, zur Provinzialforschung, vielen anderen Dinge. Also es ist jetzt nicht so, dass wir in der Zeit nichts gemacht haben, aber vielleicht ist das auch nicht so gemeint gewesen. Herr Buchsbaum. Gut, mein Hinweis hat der Oberbürgermeister jetzt gerade schon vorweggenommen. Wir bezweifeln als Fraktion auch der Linken, dass gar nichts gemacht worden ist. Wer sich damit beschäftigt hat und auch in Archiven guckt, wird immer mal die eine oder andere Studie sehen. Auch über die Zeit von 1933 bis 1945 ist tatsächlich auch eine ganze Menge in den Archiven zu finden. Dass es jetzt einen Verweis auf Antrag gibt in einen Ausschuss, dadurch erledigt sich aus meiner Sicht die Sache. Das ist ja jetzt ein richtiger Antrag. Da sind finanzielle Auswirkungen sicherlich in Größenordnung zu erwarten, wenn eine fundierte wissenschaftliche Aufarbeitung geschehen soll. Da arbeiten Wissenschaftler dran und die sind aller Regel teurer. Wir reden sicherlich in Größenordnung über mehrere hunderttausend Euro. Das hätte ich jetzt als Überlegung mit eingefügt. Jedoch, wenn das in einen Ausschuss zur Beratung kommt, hat sich das erledigt. Ich glaube, dass der Ausschuss damit verantwortungsvoll umgeht und auch diesen finanziellen Aspekt damit würdigt und mit dem Antrag entsprechend umgeht. Wir sind einverstanden damit, mit dem Verweisantrag. Frau Fechner. Ja, ich glaube, dass die Stadt auf dem guten Weg ist, sich dahin zu bewegen, dass die Forschung wissenschaftliche Aufarbeitung stattfindet. Und wir unterstützen den Antrag auch, denn wir sehen natürlich auch noch Defizite, obwohl wir auch wissen, dass es schon viele Initiativen gibt und auch im Stadtarchiv natürlich schon eine Menge geschehen ist zur Aufarbeitung der Geschichte. Herr Kühne. Ja, unsere Fraktion stimmt der Überweisung in den Ausschuss genauso mit zu und das sehen wir auch als vollkommen sinnvoll an. Danke. Ich sehe keinen weiteren Redebedarf. Wer hat diesen ausgehalten? Was? Das ist ein Verein, also keine 100.000 Euro hier. Das also, es gibt auch billige Varianten. Das wird auch der Ausschuss feststellen. Ja, warte mal. Präsident. Bitte. So, nochmal Verweisungsantrag. Wer dem Zustimmen geben kann, bitte ums Kartenzeichen. Gegenstimmen. Stimmenthaltung. Einstimmig. Danke. 9.4 ist zurückgezogen worden. 9.5, den Sonntagsregentaten folgen lassen. Michael Liebeskind, bitte. Wertes Präsidium, sehr geehrte Bürgerschaftsmitglieder, liebe Stralsunder, die Landesregierung hat Anfang des Jahres angekündigt, ein Azubi-Ticket einzuführen, damit unsere Azubis kostenfrei bzw. mit einer vergünstigten Regelung zur Berufsschule kommen können bzw. kostenlos Bahn fahren können. Dies ist bisher noch nicht erfolgt und wir möchten nochmal mit diesem Antrag die Druck auf die Landesregierung erhöhen, dass eine unverzügliche Umsetzung erfolgt, dass unsere Azubis eher den Weg wählen, eine Ausbildung zu machen und nicht den Weg des Akademischen oder zur Universität zu gehen, weil das Handwerk und auch der Handel muss weitergehen, sowie der Tourismus. Und das werden wir nicht mit Akademikern langfristig überstehen, sondern brauchen weiterhin ausgebildete Fachkräfte. Da bitte ich Sie, diesen Antrag zuzustimmen. Danke. Herr Marc-Quintana Schmidt.
Ja, Herr Präsident, Herr Oberbürgermeister, übrige Mitglieder der Bürgerschaft, also wir unterstützen diesen Antrag, wir finden den sehr gut. Also die CDU hat ja hier jetzt ihr soziales Gewissen gefunden, also das unterstützen wir. Wir wollen dazu sagen, also unsere Fraktion im Landtag hat diese Forderung auch aufgestellt. Allerdings sehe ich den Ansatz des Kollegen Liebeskind nicht ganz so. Also ich sehe die Notwendigkeit, hier das Handwerk zu unterstützen und unsere Auszubildenden, aber ich würde das nicht im Gegensatz zur Universität bringen, dass die Studenten auch ein Ticket haben könnten. Das würden wir also genauso unterstützen. Also wir wollen hier im Gegensatz zur CDU hier keinen Gegensatz sehen, aber grundsätzlich unterstützen wir diesen Antrag, weil er eine soziale Komponente hat und hier die Azubis von den Fahrtkosten entlasten würde. Danke. Herr Würdig. Ja, ich kann das auch unterstützen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Allerdings möchte ich Ihnen auch sagen, dass Anfang September erstmals nach den Corona-Maßnahmen die Verantwortlichen sich zusammengesetzt haben, Verkehrsunternehmen, Auftraggeber, Aufgabenträger, so rum heißt es richtig, und natürlich das Ministerium. Und dort wurde schon festgelegt, dass zum 1. Februar 2021 das kostenlose Azubi-Ticket kommen wird. So, im Moment werden noch einige Punkte diskutiert, die noch zu klären sind, wer die Kosten übernimmt und so weiter. Aber es ist sicher, es steht fest, zum 1. Februar 2021 wird es kommen. Und dementsprechend ist dieser Antrag an dieser Stelle jetzt überflüssig. Vielen Dank. Ja gut, ich meine, es geht noch schon lange genug und dann ab, wir haben den Antrag hier. Herr Haag. Ja, bei der großzügigen Ankündigung, die wir eben gehört haben, glaube ich, ist natürlich erst recht nicht, dass zum 1.2. passiert, weil es sollte ja schon ja fertig sein. Und es kann ein bisschen verscheißen, dass auch mal dabei, weil uns so erzählt wird. Grundsätzlich wird unsere Fraktion dem Antrag zustimmen. Wir hatten einen kleinen Änderungsantrag. Und zwar unter Römisch 2 sollte es aus unserer Sicht richtigerweise heißen, die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund fordert ihren Oberbürgermeister auf, die unverzüglich, und jetzt kommt dazu, bedarfsangepasste Umsetzung erfolgter Ankündigung. Das Wort bedarfsangepasst bitte dazufügen, weil die erste Ankündigung, die aus der Landespolitik kam, die war noch sehr weitgehend, dass alles abgedeckt wird. Und daran waren wir auch schon mal weiter in der Diskussion, dass wir gesagt haben, da wo es nötig ist. Also es soll wirklich, dass die Bedarfe abgeschöpft werden und nicht, dass Ähnliches kommt wie jeder kann immer umsonst fahren. Das soll es nicht sein und deshalb das Wort bedarfsangepasst bitte einfügen. Das ist ein Antrag. Als Änderungsantrag jetzt zum Antrag. Gut. So, sind alle einig? Keiner möchte mehr reden. Wer dann diesen Änderungsantrag, bitte? Ach, Herr Würdig nochmal. Ich dachte, Herr Präsident, Entschuldigung, dass Sie darauf nochmal eingehen. Wir hatten uns auch in der letzten Bürgerschaftssitzung schon mal über die Ausdrucksweise verständigt. Hier ist niemand, der jemanden verscheißern möchte. Wenn Sie das so sehen, ist das bedauerlich. Die Ankündigung der Landesregierung ist kein Verscheißern von irgendwem und irgendwem. Also das weise ich hiermit zurück und ich möchte, dass Sie, Herr Präsident, da dementsprechend auch zukünftig darauf eingehen. Herzlichen Dank. Herr Haag, nehmen Sie Ihre Scheiße zurück. Nee. Nehmen wir nicht zurück. Finden Sie das so? Gut, dann darf ich es. Ich werde es nicht zurücknehmen, weil ich mich verscheißert fühle. Danke. Ja. Also Sie haben das persönlich genommen. Gut. So, gibt es zu diesem Änderungsantrag noch Zusätze, Redebedarf? Keinen. Wer diesen Änderungsantrag Zustimmung geben kann, bitte ums Kartenzeichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wer ist dagegen? Das ist die Mehrheit. Stimmenthaltung? Keine. Damit ist dieser Änderungsantrag nicht stattgegeben. 9, 5. Wer diesen Antrag Zustimmung geben kann, bitte ums Kartenzeichen. Das ist die Mehrheit. Gegenstimmen? 1, 2, 3, 4. Stimmenthaltung? Keine. Damit ist diesen Antrag stattgegeben. 9, 6. Rosengarten am Johanneskloster wiederbeleben. Volker Borbel, bitte. Ja, wir haben ja nun gerade festgestellt, dass in diesem Jahr es nicht so möglich gewesen ist, zu verreisen und in den Urlaub zu fahren. Und daher festgestellt für uns auch, dass wir die eigenen
Möglichkeiten, die wir haben in unserer Stadt, auch weiter nutzen sollten und darum versuchen oder wieder sich damit zu beschäftigen, dass wir den Rosengarten wieder in den Zustand bringen, den er einmal gehabt hat und ihn auch nutzen können für unsere Bürger, die hier sind, um sich dort wieder zu erholen und auch den Durchstich dann praktisch zum Fährwall wieder haben und das als Ruheoase mit einnehmen können. Danke. Frau Kindler? Ja, wir möchten uns ganz herzlich für diesen doch sehr guten Antrag bedanken. Wir werden diesen Antrag unterstützen und auch mit dem Blick darauf, dass es uns ganz wichtig ist, auch das Gesamtkonzept Johanneskloster weiter im Blick zu behalten. Es ist sehr still und ruhig um das Johanneskloster geworden und wir würden uns wünschen, dass mit der Belegung des sozusagen des Rosengartens auch das Johanneskloster wieder mehr der Öffentlichkeit zugeführt wird. Dankeschön. Danke, Frau Kindler. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Wer diesen Antrag Zustimmung geben kann, bitte um Kartenzeichen. Gegenstimmen. Stimmenthaltung einstimmig. Danke. 9.7. Obdachlosenunterkunft während der Corona-Pandemie. Ralf Klingschat, bitte. Ja, mit diesem Antrag geht es darum, unter den gegenwärtigen Pandemiebedingungen eben zu überprüfen, ob gewisse Maßnahmen in den Obdachlosenunterkünften notwendig sind. Wenn es dort zu Kapazitätsengpässen kommt, dann muss einfach gehandelt werden. Ich denke auch im gegenwärtigen Zeitpunkt, wir haben die kalte Jahreszeit, ist es auch zeitmäßig sehr wichtig und daher bitte ich um breite Zustimmung für diesen Antrag. Danke, Herr Klingschat. Wortmeldung, bitte Herr Haag. Ja, unsere Fraktion will diesen Antrag auch unterstützen. Wir möchten aber auch hier die Möglichkeit nochmal nutzen, unabhängig vom Antrag, vielleicht darauf hinzuweisen, dass auch nochmal durch den Streetworker, der durchs KDW gestellt wird in den Gebieten, dass der auch wirklich nochmal, der glaube ich hat am meisten ja, Zusammenkünfte oder Treffen mit den Obdachlosen, dass auch nochmal darauf hingewiesen wird, dass es diese Obdachlosenunterkunft sowieso überhaupt gibt und dass sie auch wahrgenommen wird, weil wir wissen auch, dass einige wollen ja auch gar nicht rein, aber dass da auch gerade heute ist auch wieder ganz schön kalt, darauf hingewiesen wird, dass wir überhaupt einen haben. Dankeschön. Ja, danke für den Hinweis. Bitte. Also unsere Fraktion wird diesen Antrag auch voll unterstützen, aber für uns ist es auch nochmal sehr wichtig zu erfahren, wie viele Obdachlose es in unserer Hand, also in unserer Stadt gibt. Denn für uns ist es auch gerade so, bis vor Corona konnten diese Obdachlosen sich aufwärmen in Geschäften, in Restaurants, bekamen dort auch noch ein heißes Getränk, das ist, fällt ja jetzt dann teilweise alles oder fällt voll weg. Und vielleicht sollte man sich im Ausschuss noch einmal wirklich intensiv damit befassen und auch noch mal Fachleute, die wirklich also vor Ort mit den Obdachlosen arbeiten, zu befragen. Aber ansonsten ist dieser Antrag also unsere Unterstützung wert. Ja, ich würde vorschlagen, das Thema wird dann im Ausschuss behandelt als Thema und wir stimmen aber trotzdem über diesen Antrag jetzt ab, ja? Okay, ja gut, prima. Frau Voss? Ja, auch wir schließen uns diesem Antrag an. Ich finde es auch sehr gut, dass wir gerade in dieser Zeit an Menschen denken, denen es weniger gut geht und schließe mich da meinen Vorrednern an. Vielen Dank. Danke, Frau Voss. Weiteren Rede. Diesen Antrag unterstützen kann, bitte ums Kartenzeichen. Das ist einstimmig. Gegenstimmen nochmal zur Probe, Stimmenthaltung auch nicht. Danke. 9.8 Aufnahme Stralsunder Kunstschätze in die Datenbank Artlos. Thorald Pieper. Ja, die letzten Einbrüche und Diebstähle im Großen Museum haben gezeigt, dass man darauf vorbereitet sein soll. Ich glaube, der Rest steht drin. Danke. Danke. Weitere Wortmeldung zu die Frau Fechner? Na, ich denke mal, dass die werthaltigsten Objekte wahrscheinlich erfasst sind. Ich weiß auch, dass es sich um sehr, sehr, sehr viele Objekte handelt und die Digitalisierung voranschreitet, aber noch nicht vollständig erfasst ist. Katalogisiert sind meines Wissens alle. Aber die Digitalisierung mit Fotos und Fotodokumentation und so weiter ist halt auch ein Riesenprojekt. Also wir unterstützen den Antrag, aber ich weiß auch, dass das Museum dabei ist, voranzuschreiten und das ein riesengroßes Projekt ist. Danke, Frau Fechner. Herr Quintana-Schmidt.
Ja, wir hatten ja damals, wie die Sache mit Dresden passiert war, ja nachgefragt. Da wurde uns seitens des Oberbürgermeisters dann auch gesagt oder versichert, dass also Stralsund sicher ist vor solchen Sachen. Natürlich wurde das im Detail nicht begründet, was wir auch verstehen können. Die Frage wäre, inwieweit, würden wir gern von der Verwaltung wissen, inwieweit ist das mit Kosten verbunden, wenn man da diesem Artloss hier beitreten würde? Also welche Kosten würde das verursachen? Und inwieweit sind unsere Kunstgegenstände und Ähnliches bereits sozusagen katalogisiert? Also inwieweit würde man das quasi doppelt machen oder inwieweit wäre das sozusagen notwendig? Das würden wir gerne wissen, um dann zu entscheiden, wie wir hier abstimmen. Ja, ganz wichtig ist mir nochmal zu sagen, dass ich natürlich nicht gesagt habe, dass uns sowas nicht passieren kann. Das ist auch abwegig, weil ich im Grunde, wenn man sich Raubgeschichten anguckt, mit dem entsprechenden Aufwand, der entsprechenden Zeit alles möglich ist. Und niemand hätte es für möglich gehalten, dass man ins grüne Gewölbe einbricht und auch schon gar nicht auf die Art und Weise, wie wir es dort erlebt haben. Das habe ich so ganz sicherlich nicht gesagt. Dennoch haben wir sämtliche Rahmenbedingungen bei uns nochmal genau durchgeguckt. Darüber werde ich jetzt nichts weiter sagen, aber wir haben da sehr viel Kraft reingesteckt, um genau das nochmal zu überprüfen, inwieweit wir empfindlich sind, vielleicht auch empfindlich sind auf Dinge, die wir aus dem grünen Gewölbe gelernt haben. Das haben wir gemacht und darüber hinaus ist es natürlich so, dass wir, ähnlich wie es schon gesagt worden ist, die besonders bedeutenden Dinge natürlich katalogisiert haben und wir natürlich dennoch auf die Gesamtbestände über das, was über Jahre teilweise auch aus fiskalischen Gründen gar nicht möglich gewesen ist, wir noch Aufgaben haben, denen wir nachkommen. Insofern glaube ich aber auch, dass der Beschluss jetzt hier erstmal unschädlich ist und wir deswegen jetzt nicht eine Doppelarbeit oder sowas entstehen würde. Ich glaube, das war ja auch die Frage. Ja. Dankeschön. In letzter Zeit ist es irgendwie so zum Modetrend geworden, Oberbürgermeister beauftragen mit bestimmten Sachen, obwohl wir Fachausschüsse haben. Und ich würde Kollegen bitten, diesen Antrag im Fachausschuss, Kulturausschuss zu verweisen. Ich glaube, da können wir auch genau zuschauen, ob das finanziell möglich und welchen Aufwand das betreibt und was es da überhaupt möglich ist. So, vielen Dank. Herr Dr. Zabel. Also ich will bloß noch mal verdeutlichen, worum es geht bei dem Antrag. Mein Eindruck ist, dass es nicht ganz verstanden worden. Also es geht darum, die vorhandenen Kunstwerke, die wir haben in der Hansestadt Stralsund, so digital aufzubereiten, dass sie im Fall eines Diebstahls auch dort in diese Datenbank eingestellt werden können. Das heißt, es geht um Formate, es geht um eine Form der Aufbereitung, die abgesichert werden soll. Und das wäre sozusagen der Wunsch. Es geht weder darum, irgendwo beizutreten, noch geht es um die Frage, ob wir das überhaupt machen oder nicht, sondern es geht um die Frage, wie wird das aufgearbeitet und wird das so aufgearbeitet, dass es dann dort einstellbar ist. Dankeschön. Danke, Herr Oberbürgermeister nochmal. Also vielleicht das nochmal zu konkretisieren. Seit über 10 Jahren arbeiten wir an der Erstellung einer Datenbank. Also es gab schon immer Karteikarten und viele andere Elemente. Dennoch ist das natürlich ein Riesenprojekt, weil wir unglaublich viele Kunstschätze haben. Nochmal die wertvollsten sind natürlich klar, aber dennoch gibt es auch kleine Sachen, die insbesondere vielleicht im Wiederverkaufswert nicht so besonders hoch sind, aber für die Hansestadt Straße natürlich eine besonders hohe Bedeutung haben. Und wir arbeiten daran, sozusagen alle Objekte in eine Datenbank zu überführen, wo es dann auch möglich ist, aus der Datenbank natürlich dann auch andere Themen, die wir hoffen, dass die niemals eintreten, dann zu bestücken. Und dennoch glaube ich, dass es wichtig ist, dass man sich beide Aspekte nochmal anschaut und auch anschaut, was dann zu tun ist, um die andere Datenbank zu füttern und nochmal zu überprüfen, ob wir alle Elemente da drin haben. Danke. Ja, Frau Bartel. Also wir finden den Antrag der CDU-FDP-Fraktion als sehr wichtig und auch als notwendig. Wir können das nur unterstützen. Ich finde aber jetzt die Verweisung in den Ausschuss, das wäre im Grunde genommen Umweg. Dafür sind wir total nicht in der Lage. Da ist schon die Verwaltung der richtige Ansprechpartner und wir unterstützen diesen Antrag. Danke, Herr Dr. Zabel. Ja, vielleicht zur Klarstellung, wir würden dem Verweisantrag auch nicht zustimmen. Ja, gut. So, ja, Frau Voth. Dann nehmen wir den Antrag zurück. Ziehen Sie zurück. Gut.
Ich sehe keinen weiteren Redebedarf. Wer diesen Antrag Zustimmung geben kann, bitte ums Kartenzeichen. Sind mehr Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Einstimmig. Danke. 9.9. Sicherstellung der Zuschüsse für die Jugendarbeit an freie Träger für das Haushaltsjahr 2021. Die Linke, Frau Kühl. Herr Buchsbaum. Herr Buchsbaum, bitte. Danke, dass Sie meine Wortmeldung gesehen haben. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Bürgerschaftsmitglieder. Also ich denke, über die Bedeutung der Haushaltsposition Zuschüsse an freie Träger für Jugendarbeit muss ich niemanden hier überzeugen. Ich erinnere an Aussagen, das ist sehr lange her, die der Fraktionsvorsitzende der CDU, der seinerzeit auch Ausschussvorsitzender im Jugendhilfeausschuss war, das war Herr Thorsten Henning, er hatte damals öfters formuliert, dass jeder Euro, der in die Jugendarbeit, in die freie Jugendarbeit investiert wird, später mal mindestens 2 Euro bei der Kriminalitätsbekämpfung eingespart würde. Es ist festzustellen im Haushalt, dass 2018 in dieser Position 257.000 Euro etwa eingeplant waren. Im Haushaltsansatz für 2019 waren es eben 303.000 Euro, genauso wie im Haushaltsansatz 2020 auch 303.000 Euro. Nun ist jetzt für das Folgejahr 2021 und weiter sind 211.500 Euro eingeplant. Da wäre zunächst einmal die Frage an die Verwaltung, warum ist da weniger Geld eingeplant worden? Hat das irgendwelche Bedeutung, dass weniger Maßnahmen stattfinden? Mit dieser Frage oder aus der Antwort dieser Frage würde sich ja auch dann praktisch das weitere Vorgehen mit diesem Antrag ergeben. Kann man die Frage hier beantworten? Ansonsten müssten wir den Antrag dann eben so stehen lassen. Frau Bürgermeister. Ja, ich versuche das mal. Das hängt damit zusammen, dass es natürlich immer unterschiedliche Förderansätze gibt und dass nach Rücksprache mit dem Landkreis die Finanzierung für die Jahre 21 bis 23 eine Förderung aus dem Europäischen Sozialfonds weiterverfolgt wird und dass wir deswegen davon ausgehen, dass wir mit dem Geld hinkommen. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt, aber vielleicht kann Frau Dr. Gelinek das nochmal ergänzen. Frau Dr. Gelinek, bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Buchsbaum, vielen Dank für die Frage. Tatsächlich ist es so, dass wir 2020, als wir die Planung für das diesjährige, also für das Haushaltsjahr 2020 gemacht haben, noch davon ausgegangen sind, dass der Landkreis diese Förderung der Schulsozialarbeit und der Jugendsozialarbeit grundsätzlich anders regeln möchte. Nun ist es so, dass nach Rücksprache mit dem Landkreis auch das Land sich erneut für die nächste Förderperiode aus den sogenannten ESF-Mitteln entschieden hat. Das heißt, es verbleibt bei der bisherigen Drittelregelung, wie sich diese Kosten aufteilen. Und es ist so, dass bereits jetzt die freien Träger der Jugendarbeit sowohl für die Schulsozialarbeit als auch für die Jugendsozialarbeit ihre Anträge auf Kofinanzierung für das Jahr 2021 gestellt haben und die benötigten Finanzierungsanteile von der Stadt in die Haushaltsplanung 21 aufgenommen wurden. Danke, Frau Dr. Gelinek. Dazu jetzt, ja bitte, Herr Buchsbaum. Ja, das bedeutet jetzt, dass der Haushaltsansatz, so wie er steht, nicht ausreicht, oder? Habe ich das jetzt verkehrt interpretiert? Die Zahl ist noch aus der Planung für 20, also wir planen ja immer mehrere Jahre im Voraus und für 21 ist der Haushaltsplan ja noch gar nicht fertig und die Anmeldung von unserem Amt für den Haushalt 21 ist in der benötigten Höhe für die Träger erfolgt. Also der Ansatz ist höher als 211.000 Euro. Okay, gut. So. Das heißt, die Stadt zahlt weiter, Land und Kreis halten sich. Frau Kindler und dann Herr Pieper. Ich würde dann meinen Redebeitrag erstmal zurückziehen. Herr Pieper ist zuerst dran. Dankeschön. Ich glaube, dass mit der Schulsozialarbeit ist eine ziemlich wichtige Geschichte und ich würde hiermit beantragen, das in den Finanzausschuss und in den Familienausschuss zu übertragen, um das nochmal klar zu machen. Okay, dann können wir das prüfen, ja. Gut.
So, jetzt. Frau Kühl, also, dann hat es auch gemeldet. Ja, also so wie ich Frau Dr. Gelinek verstanden habe, wäre ja für 2021 die finanzielle Lage abgesichert. Aber wir können auch gut damit leben, dass das in den Ausschuss zurückverwiesen wird. Ja? Hm. Herr Haag? Ja, ich hätte jetzt eh nicht gesagt, theoretisch war es ja ein Vorgriff, weil wie gesagt, wir hatten uns ja auch gefragt, wo kennt die Linke die Zahlen her, weil wir den Haushalt 21 auch noch nicht kennen. Für uns oder für mich wurde jetzt eindeutig beantwortet von Frau Gelinek, die Schulsozialabgabe das Jahr 2021 hundertprozentig abgesichert und deshalb bedarf es auch keiner Verschiebung in den Ausschuss, weil der Sachverhalt, der ja angesprochen ist, der hat sich an und für sich erledigt. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass die Linke jetzt sagt, wir ziehen den Antrag zurück, weil er sich erledigt hat, weil die Verwaltung das schon gemacht hat. Also wir sollten uns auch in die Arbeit aufkropfen. Wir haben nachher die Haushaltsdiskussion sowieso noch, wo es reingehört, aber jetzt dazu nochmal extra einen Punkt zu machen, glaube ich, überfordert uns alle auch ein wenig. Das war eine Bitte. Frau Bartel. Also wir sind auch der Meinung, der Antrag muss in dem Falle zurückgezogen werden. Also die Antwort ist doch erstmal eindeutig. Dass wir das im Auge behalten müssen, ist klar. Welcher Antrag? Der Verweisungsantrag? Oder? Na, der Grundantrag von den Linken, der ist ja im Grunde genommen überflüssig. Okay, darum geht es. Ja. Jetzt nochmal zur Richtigstellung. Frau Dr. Gelinek hatte uns erklärt, dass die finanzielle Sache also jetzt hier gesichert ist, ist also der Antrag von uns zurückzuziehen. Müsste aber offen bleiben, oder weiß ich was festgelegt werden, dass, falls es wirklich Probleme geben sollte, wir wissen ja, wie das ist mit der Bereitstellung der Finanzen, dass dann im Fachausschuss begleitet wird. Das wird, glaube ich, automatisch gemacht. Ne? Also das wird von den Ausschüssen automatisch begleitet. So, Herr Oberbürgermeister, dann ja so. Okay, dann doch so rum. Also vielleicht möchte ich nochmal bei der Gelegenheit an die Kreisausmitglieder, aber auch an den Landtagsabgeordneten appellieren, eben zu schauen, nochmal zu überlegen, wer hat welche Zuständigkeiten. Also wir haben eine Kreisgebietsreform gemacht und ich stelle immer wieder fest, dass alles, was Geld kostet, bei der Hansestadt Stralsund landet. Also das ist eine Gesetzgebung, alles, was Geld kostet, landet bei der Hansestadt Stralsund. Und ich habe mal gelernt, dass eigentlich wir die Sozialaufgaben an jemanden gegeben haben, der das zentral besser koordinieren würde. So war die Idee der Landesregierung damals, muss man sagen, es war ein absoluter Rohrkrepierer, hat überhaupt nie funktioniert. Die Leistungen sind wirklich nicht besser geworden seitdem. Und was viel schwieriger ist, wir sind auf eine ganze Menge von Kosten hängen geblieben. Wir haben immer wieder dieselben Kosten aufgerufen. Es wird immer wieder neu versprochen, dass die Situation anders geregelt wird, dass die Sozialaufgaben andere tragen. Und ich stelle immer noch wieder fest, egal was wir vorher dort an Erzählungen bekommen haben, jetzt ist übrigens die Lichtershow schon an, wenn man sich umdreht, dann stellen wir wieder fest, dass wir die Kosten tragen. Das ist ärgerlich. Aber das wird ja unter Rot-Rot-Grün dann vielleicht besser. So. Herr Oberbürgermeister, ich bin ja nicht die Bürgerschaftsmitglieder ablenken, das geht nämlich eine ganze Weile. Herr Suhr, bitte. Das wissen wir nicht, Herr Oberbürgermeister, aber was wir wissen ist, dass die Verwaltung gesagt hat, die Drittelfinanzierung steht für die Hansestadt Straße und insofern glaube ich, dass der Antrag entbehrlich ist. Weil wir haben sowieso noch mal im Haushalt, da wird uns das vorgelegt, dem müssen wir zustimmen oder Erhöhungen beantragen, wenn wir das wollen. Aber für die Träger war richtig, das Drittel steht für die Hansestadt Straße und alles ist gut. Gut. Herr Buchsbaum noch mal. Ja, ich hatte ja einführend gesagt, wie wir mit dem Antrag umgehen, das hängt ja von der Beantwortung der Frage ab, warum es weniger geworden ist. Die Frage ist beantwortet worden. Es ist letztendlich egal, ob das in der Haushaltsdiskussion aufgemacht wird, ob das dann wieder im Finanzausschuss ist. Aber wir können auch gut damit leben, wenn der Antrag zurückgezogen wird. Wir haben das im Auge. Wir werden, ja na klar, ist doch in Ordnung. Wir werden da weiter drauf gucken. Und wichtig ist, dass die Qualität der freien Jugendarbeit erhalten bleibt. Und natürlich ist es ärgerlich, wenn wir das hier finanzieren müssen, obwohl es eigentlich mal anders angedacht war. Aber für uns ist eben die freie Jugendarbeit wichtig. Aber unter den Umständen ziehen wir auch den Antrag dann zurück. Kein Problem. Gut, Antrag zurück. Danke. Wir gehen in eine halbstündige Pause. 20 Minuten. Reicht zum Lüften. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, fahren wir fort in unserer Bürgerschaftssitzung.
kommen wir zum Top 9. 10. Klimaschutz durch Radverkehr. Bitte, ja, Herr Suhr. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Wir legen Ihnen heute einen Antrag vor, der auf ein Programm Klimaschutz für Radverkehr orientiert, was der Bund aufgelegt hat, und zwar für den Zeitraum 2020 bis 2023, und das zum Ziel hat, mit bis zu 80% Förderung Maßnahmen auf kommunaler Ebene zu unterstützen, die durch eine Verbesserung der Bedingungen für den Radverkehr Klimaschutzaspekte einbringen können. Zwei Tage nachdem wir Ihnen diesen Antrag vorgelegt haben, hat auch der Landesminister, der zuständige Landesminister Christian Pegel, reagiert und nochmal deutlich gemacht und aufgefordert, Anträge einzureichen. Insgesamt werden in diesem genannten Zeitraum 657 Millionen Euro an Fördersumme zur Verfügung stehen. Für Mecklenburg-Vorpommern bedeutet dies nach dem entsprechenden Schlüssel 6 Millionen Euro. Und wir halten es für eine gute Idee, dass die Hansestadt Stralsund in dieses Förderprogramm mit welchen Maßnahmen auch immer einsteigt. Können uns gut vorstellen, wenn ich jetzt mal in Richtung von Herrn Borschke gucke, dass wir das als Ausschuss begleiten, weil ja entschieden werden muss, welche Maßnahmen dort in welchem Zeitraum angegriffen werden. Und vor dem Hintergrund bitte ich Sie um Zustimmung zu unserem Antrag. Herzlichen Dank. Danke. Herr Oberbürgermeister, bitte. Ja, ich weiß nicht, ob ich Anträge grundsätzlich gut finden darf als Stadtoberhaupt, als Verwaltungschef. Ich finde es sogar so gut, dass wir es schon gemacht haben. Darauf wollte ich nochmal hinweisen, dass wir sozusagen diese Fördermittel bereits in Anspruch nehmen. Wir haben den ersten Abschnitt der Bahnhofstraße zwischen Gensko-Straße und Bahnweg kürzlich in der 48. KW-Freiter gegeben. Im Frühjahr 2021 startet der Ausbau in den Folgeabschnitt Bahnweg. Und wir prüfen natürlich weiterhin die Einreichung weiterer Projektskizzen zur Förderung. Sind da also schon eine ganze Weile dran, nehmen auch Fördermittel in Anspruch. Bei sowas sind wir immer relativ zügig, insbesondere hier tun wir es. Trotzdem finde ich den Antrag gut. Herr Dr. Zabel. Vielleicht sollte man den Antrag dann ein bisschen umformulieren, dass es nicht darum geht, es zu prüfen und vorzubereiten, sondern gegebenenfalls intensiv zu nutzen. Das machen wir schon. Sollte das jetzt ein Änderungsantrag sein, Herr Dr. Zabel, oder? Zu Herrn Suhr, aber ja, offensichtlich, übernehme das gerne. Offensichtlich läuft es ja schon. Ja, dann machen wir das so. Gut. In dieser geänderten Form. Ich sehe keinen weiteren Redebedarf. Wer diese geänderten Form dem Antrag zustimmen kann, mit einem Kannzeichen. Und das ist die Mehrheit. Gegenstimmen. Stimmenthaltung. War das Gegenstimmen jetzt? Nochmal hoch, bitte. 1, 2, 3, 4. Stimmenthaltung. Damit ist der Antrag stattgegeben. 9, 11 ist im nicht öffentlichen Teil unter 15.1.1 gekommen. 9, 12, digitaler Unterricht in der Musikschule. Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, die Partei. Wer möchte da bitte? Frau Kendler. Ja, der Antrag liegt Ihnen ja als solches vor. Die Begründung konnte eigentlich jeder selber lesen. Und ich glaube, gerade die Corona-Zeiten haben uns gezeigt, wie wichtig das ist, in vielen Bereichen technische Voraussetzungen für auch Online-Unterricht oder digitalen Unterricht zu machen. Und da gehört auch unsere Musikschule Stralsund mit dazu, die ja einen großen, wichtigen Beitrag leistet. Und daher dieser Antrag heute an dieser Stelle. Ich bitte Sie, diesen Antrag zu unterstützen. Danke, Frau Kendler. Gibt es dann Herr Bauschke? Eher eine Nachfrage. Wir haben uns da auch mal schlau gemacht und wir haben die Information erhalten, dass das schon sehr umfänglich auch während des Lockdowns und so weiter genutzt wurde. Insofern hätten wir noch mal die Frage an die Verwaltung, inwiefern das, was hier begehrt wird, mit dem Antrag schon umgesetzt wird oder inwiefern hier noch Nachbesserungsbedarf besteht. Also ganz wichtig ist natürlich, dass insbesondere der Unterricht für Kinder und Jugendliche, wenn immer nur möglich, in Präsenzform stattfindet. Wir haben insbesondere für Erwachsene die Angebote schon umgestellt, sozusagen von den Rahmenbedingungen her auf digital. Und uns ist es natürlich schon wichtig, dass, wenn immer es geht, wir eine Lösung finden, dass es in Präsenzform stattfindet. Da, wo es nicht ging, wo es andere Themen noch gab, haben wir schon auf digital umgestellt, insbesondere für Erwachsene. Und manchmal gab es auch Korrelationen, wo es auch bei Kindern und Jugendlichen nicht anders ging. Insofern haben sowohl die Lehrkräfte als wir auch
darauf schon ganz gut reagiert und die Rahmenbedingungen genutzt. Ich wollte aber trotzdem nochmal sagen, gerade beim Lernen von Instrument ist natürlich das in Präsenz sehr wichtig und nicht alles geht digital. Auf der anderen Seite haben wir aber auch da schon eine Menge gemacht. Danke, Herr Oberbürgermeister. Herr Philippen. Herr Hoffmann. Ja, wir sehen das auch so, wir haben es auch oft gehört, dass die Schulen, die Musikschule da sehr rege ist. Wir hatten auch auf Kreisebene da sehr gute Informationen mit der anderen Musikschule. Nichtsdestotrotz interessiert uns das Thema auch im Bereich, in bestimmten Bereichen, was man noch auch verbessern könnte, was man noch machen müsste. Es wäre vielleicht auch mal ganz interessant, für die Musik zur Musikschule zu hören, also Herrn Spitz mal einzuladen. Ich würde gerne diesen Antrag einfach an den Ausschuss verschieben, um dann mal zu gucken, ob vielleicht noch Bedarfe zu erkennen sind. Für eine jetzige sofortige Zustimmung finde ich das irgendwie nicht notwendig, weil wir das auch so sehen, wie der Oberbürgermeister gesagt hat. Es läuft schon ziemlich viel und gut. Und es ist ja immer so kommuniziert, dass es ein zweigleisiges System geben muss, Präsenz und digital. Also wir würden gerne den Antrag auf Verweisung in den Ausschuss gerne Schule, Musikschule oder Kultur, aber ich denke, ich würde gerne den Verweisungsantrag in den Ausschuss Schule und Digitalisierung stellen. Danke. Danke. Ja, Oberbürgermeister. Also es gibt noch eine Kleinigkeit, wir haben gerade, was die Dienstlaptops angeht und auch die Möglichkeiten, dann gerade aus dem Dienst das zu machen, noch das Delta, dass einige Honorarkräfte hier noch keinen Zugriff haben. Vielleicht ist auch das ein Anlass gewesen, warum sie sich dazu gemeldet haben. Hier ist es allerdings so, dass wir mit der IT-Abteilung da eng dran sind, dass wir das zügig jetzt auch hinkriegen. Vielleicht ging es auch darum, da sind wir aber dran. So, Herr Würdig. Ja, prinzipiell ist natürlich der Antrag unterstützenswert. Ja, die Musikschule nutzt diese Möglichkeiten auch durch Möglichkeiten des Landes. Bereits seit 2019 gibt es ja Förderung für Personal und auch für die Technik. Vielleicht kann man uns ja einfach auch wie mit dem vorhergehenden Antrag so weit abändern, dass man sagt, nicht nur zu schaffen, sondern eben weiterhin zu nutzen, dass die Möglichkeiten der Förderung des Landes hier auch angewandt wird. Wobei auch ich hier Sorge habe, Klavierspiel lernen über digital ist vielleicht etwas schwieriger. Der Präsenzunterricht sollte natürlich immer Vorrang haben, gerade bei solchen Techniken. Ja, vielleicht kann man ihn ja abändern, dass man sagt, dass die Möglichkeiten, die es ja jetzt schon gibt, weiterhin genutzt werden sollen. Herzlichen Dank. Ja, würde ich dann müssen einen Änderungsantrag einreichen und nicht sagen, wir können und so. Frau Kindler, Sie sind dran. Ich denke mal, der OB hat das ja auch schon angesprochen, dieser Antrag geschieht ja nicht aus ungefähr, sondern es sind diese Probleme aufgetreten. Das ist uns allen klar, dass Klavierunterricht im Präsenzunterricht bestimmt das bessere Teil ist. Trotzdem treten immer wieder die Situationen auf. Schülerinnen müssen auch in Quarantäne. Die Zahlen kommen auch jetzt auf uns wieder zu. Und damit dann reagiert werden kann, dass ausreichend WLAN für diesen Unterricht da ist, darum geht es. Und ich glaube, das ist auch nicht schwierig, so einem Antrag zuzustimmen, weil die Zeit jetzt drängt. Sich damit im Ausschuss noch weiterhin zu befassen, wäre nicht schlecht, um das zu begleiten. Aber die Zeit drängt auch jetzt. Herr Hofmann nochmal. Ja, ich würde noch mal gerne für den Verweisungsantrag plädieren. Also es geht ja hier um dieses Digipack und die Beteiligung auch und die ganzen Sachen. Da steckt halt ein bisschen mehr hinter. Und das, was jetzt hier gewollt ist, würde es jetzt nicht beschleunigen, da die Verwaltung ja dort arbeitet. Aber die Frage ist halt, würde das nochmal einfach beleuchten. Aber ich glaube nicht, dass dieser Antrag das beziehungsweise beschleunigt oder was anderes damit macht. Wir sollten uns vielleicht inhaltlich einfach damit auseinandersetzen nochmal. Deswegen würde ich gerne nochmal für den Verweisungsantrag plädieren. Gut. Kein weiteren Redebedarf. Wer diesen Verweisungsantrag in den Ausschuss stattgibt, bitte ums Kartenzeichen. Übergroße Mehrheit Gegenstimmen. Stimmenthaltung auch keine. Einstimmig. Danke. 9.13 Verkehrsberuhigung in der Wasserstraße, Fraktion Bündnis 90, die Grünen, die Partei. Bitte Herr von Bosse. Herr Präsident, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, wir bringen mal wieder das Thema Wasserstraße nach vorne. Wir bieten hier einen Kompromiss an. Es geht ja um die Kappung dort an der Fährstraße. Nur in der Saison, das Verkehrskonzept der Stadt, was ja schon seit einiger Zeit vorliegt und noch nicht ganz umgesetzt ist, hatte ja vorgesehen auch eine Kappung. Und das bedeutet ja also eine enorme Verkehrsberuhigung.
Es geht hier um einen Prüfauftrag. Das Ganze ist natürlich nicht so einfach zu machen und deswegen muss das geprüft werden. Aber ich wiederhole nochmal, nicht wie im Verkehrskonzept das ganzjährig zu machen, sondern als Kompromiss in den Monaten April bis Oktober. Und das Ganze ist ja auch deshalb gut und auch zu probieren, weil das ja nicht nur für die Anwohner eine Schonung bedeutet, lärmmäßig, CO2-mäßig, sondern gerade bei unserem zunehmenden Tourismus, der dann hoffentlich auch bald wieder möglich ist, ist es einfach so, dass sie entspannter dort längs laufen können, die Touristen. Das ist einfach das Kernstück zwischen Oceaneum und der inneren Innenstadt. Und da sollte man eben diese enormen Verkehrsströme doch reduzieren. Ich betone auch nochmal, es ist nicht das Verbot, dort zu fahren. Man kann von beiden Seiten ranfahren, die Anwohner können fahren. Insofern, und die Busse dürfen auch, das haben wir extra mit reingenommen. Also auch für einen entspannteren Umgang auf Seiten der Touristen, meine ich, ist das ein Versuch wert. Das ist nicht das erste Mal, dass eine Stadt sowas macht. Es gibt saisonale Sperrungen überall in der Welt. Und ich habe das international auch mal geprüft, aber auch in Deutschland, als in den Monaten, wo es wichtig ist. Vielen Dank. Weitere Wortmeldung, Frau Badl. Ja, wir unterstützen diesen Antrag der Fraktion Die Grüne, weil uns bewusst ist, was das für ein Verkehrsknotenpunkt ist. Und gerade im letzten Jahr, Urlaub an der Küste unter Corona-Bedingungen, bis in den Oktober hinein war das schon katastrophal. Und hier liegt ein Kompromiss vor und Politik ist auch das Finden von Kompromissen. Und deshalb möchten wir Sie bitten, stimmen Sie diesem Antrag zu. So, kein Redebedarf. Wer diesen Antrag stattgeben kann, bitte ums Kartenzeichen. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wer ist dagegen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24. Das ist die Mehrheit. Stimmenthaltung. 1, 2, 3, 4, 5. Damit ist diesen Antrag nicht stattgegeben. Kommen wir zum Top 9, 14. Negative Innenstadtentwicklung entgegenwirken, SPD-Fraktion mit einem Ergänzungssatz. Bitte, Frau Bartel. Herr Präsident, Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren. Praktisch täglich berichten die Medien über die zunehmenden Probleme des innerstädtischen Einzelhandels und die düsteren Prognosen der Handelsverbände. Bis zu 50.000 Ladengeschäfte in Deutschlands Innenstädten drohe die Pleite. Shoppen mit Maske und ohne Kaffeebesuch macht wenig Spaß. Zudem rät die Kanzlerin dringend zu Kontaktbeschränkungen. Deshalb wächst der Onlinehandel noch sehr viel schneller als ohnehin schon. In vielen deutschen Städten reagiert der Einzelhandel mit zahlreichen Aktivitäten, wie wir sie in der Begründung unseres Antrags aufgeführt haben. Hier in Stralsund haben wir leider das Dilemma, dass es keine Kaufmannschaft oder sonstige funktionierende Kooperation der Einzelhändler gibt. Wenn wir ein Veröden der Altstadt verhindern wollen, muss deshalb die Stadt selbst tätig werden. Hinsichtlich der geeigneten Maßnahmen, die der Oberbürgermeister ergreifen soll, konkretisieren und ergänzen wir unseren Antrag um einen zweiten Satz. Diese Konkretisierung liegt auch dem Präsidenten vor. Es soll also ergänzt werden. Insbesondere ist die im Haushalt für die Weiterentwicklung der Stadtmarke vorhandene Stelle unverzüglich zu besetzen und unter Beteiligung des Ausschusses für Stadtmarketing bis auf Weiteres für die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt einzusetzen. Vielen Dank. Herr von Busse. Wir unterstützen den Antrag. Der ist in den jetzigen Zeiten absolut wichtig und gut begründet. Es ist ja so, und ich will das nicht wiederholen, aber es ist so, dass zum Beispiel der Handelsverband Nord gesagt hat, schon 40% weniger Kunden. Und das bringt viele Einzelhändler zum Verzweifeln.
und deswegen muss dringend gegengesteuert werden. Wir wissen ja, dass wir als Stadt hier auch schon abgestimmt haben für die Streda-Park-Erweiterung und für XX Lutz. Das sind natürlich ganz große Gefahren, auch für den innerstädtischen Handel. Das muss man sehen. Egal, wie man zu diesen beiden Anträgen steht, muss man das registrieren. Und auch angesichts dieser Gefahren, Onlinehandel, Corona und so weiter, ist es absolut dringend, dass wir da was machen. Ich will auch erinnern an den Gutschein, der in Greifswald gegeben wird durch die Stadt, sogenannte Greifswald-Gutschein, nur als Beispiel, um die Kaufkraft zu stärken. Also es gibt da viele Maßnahmen, die auch hier die SPD gut dargelegt hat. Deswegen auf jeden Fall Unterstützung. Ich sehe keinen weiteren Redebedarf. Wer diesen... Entschuldigung, Herr Harkatz. Ja, also unsere Fraktion wird den Antrag heute ablehnen. Und gerade mit Ihrem Satz, den Sie eben noch zusätzlich reinbrachten, und die Vorlage, aber den Sie ja verlesen haben, genau diese Diskussion, Frau Bartel, die haben wir im Stadtmarketing-Ausschuss geführt, ausführlich, genau mit den Inhalten, die Sie eben gesagt haben. Und wie sind wir da verblieben, dass wir auf der also erstmal, es fand sich überhaupt keine Mehrheit dafür, einen Manager aus dem Stadtmanager, der werden soll, nur einen Innenstadtmanager zu machen. Wir waren auch im Ausschuss mehrheitlich der Meinung, wenn nicht sogar einstimmig, dass wir den Stralsunder Händler unterstützen wollen. Aber was haben wir gesagt? Wir haben, ich glaube, am 17.12. die nächste Sitzung. Da werden wir dieses weiter besprechen, auch mit den Besetzungen und allem Ähnlichen. Und deshalb sage ich, wenn ich, ich sage es mal so drastisch, wenn ich so klar und deutlich in einem Ausschuss verliere und merke, dass ich eigentlich überhaupt keinen Rückhalt habe, dann diesen Antrag so in die Bürgerschaft einzufahren, finde ich nicht so toll. Wo wir mal sagen, wir wollen erst die Ausschüsse beteiligen. Und wir haben uns mehrheitlich oder eindeutig im Ausschuss verständigt, dass die Diskussion am 17.12. weitergeht. Und das ist jetzt ein Vorgriff, hier soll was festgemacht werden, wogegen der Ausschuss sich ausgesprochen hat. Und deshalb muss er ganz einfach heute abgelehnt werden. Sonst führen wir die Ausschussarbeit total ad absurdum. Herr Suhr. Ich glaube, das ist... Manchmal habe ich einen anderen Eindruck, aber ich glaube, dass es eigentlich gar keinen Zweifel geben kann, dass durch die Entscheidungen, die die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund in Bezug auf den Strehlerpark und in Bezug auf das Ansiedlungsvorhaben XXXL Lutz oder XXX Lutz getroffen hat, eine Situation gibt, aus der heraus die Altstadthändler immens unter Druck geraten. Und ich glaube auch nicht, dass es irgendwie einen Zweifel gibt, dass dieser Druck natürlich auch in der Corona-Krise massiv vorhanden ist. Und ich will nochmal daran erinnern, dass wir in den entsprechenden Sitzungen zu den Entscheidungen der gerade benannten Projekte, dass die Mehrheit der Bürgerschaft bzw. des Ausschusses auch einen Antrag abgelehnt hat, der Corona-Entwicklung Rechnung zu tragen. Nun kann man so argumentieren wie Herr Haag, was aber dann bedeuten würde, dass das, was möglicherweise an guten Ansätzen auch unter anderem in der Begründung vorhanden ist, quasi einfach, so, zumindest vermitteln Sie das Gefühl, einfach vom Tisch gewischt wird. Und wenn Sie die Ausschussarbeit so betonen, ich widerspreche da überhaupt nicht, dann wäre die Konsequenz quasi genau das, was die SPD hier vorgelegt hat, in den entsprechenden Fachausschuss zu verweisen. Weil da können Sie rauf und runter diskutieren, was Sie gut finden und was Sie nicht gut finden und können auch diese Personalfrage, die quasi über diese Ergänzung vorgetragen worden ist, auch abwägen. Und deshalb, weil ich das für vernünftig halte, beantrage ich für meine Fraktion den Verweis in den Ausschuss Stadtmarketing und bin dann mal gespannt auf die Ergebnisse, die dieser Ausschuss der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vorliegt. Das zumindest, Herr Haag, wäre die richtige Schlussfolgerung aus Ihrem Vortrag. Herr Liebeskind, dann Herr Haag, dann Herr Quintaler-Schmidt, bitte. Also wir als CDU-FDP-Fraktion werden den Antrag auch nicht zustimmen können. Zum einen ist die Entwicklung des stationären Einzelhandels nicht nur auf die Innenstadt zu begrenzen. Wir sollten da unsere gesamte Stadt betrachten und nicht nur die Innenstadt. Dann sehen wir nicht in dem Antrag, wie die Maßnahmen finanziert werden sollen und würden daher diesen Antrag ablehnen.
Herr Haag. Ja, ich muss nochmal auf den Kollegen Suhr antworten. Herr Suhr, wir haben in dem Ausschuss genau über diese Punkte gesprochen und wir haben gesagt, wir werden am 17.12. dieses Thema weiter behandeln. Also es wurden auch bestimmte Punkte, ich bin, Herr Liebeskind ist als Ausschussvorsitzender eben da schon ein bisschen deutlicher geworden, deshalb habe ich mich ja noch zurückgehalten. Wir haben auch einige Dinge, die jetzt heute hier drin stehen, die haben wir abgelehnt als Ausschuss. Und deshalb ist es nicht richtig, ihn wieder zu verweisen in einen Ausschuss, weil er teilweise in unserem Ausschuss bereits abgelehnt wurde. Trotz alledem beschäftigen wir uns mit dem Thema und ich kann Ihnen heute schon versprechen, dass wir zur nächsten Bürgerschaftssitzung, egal ob nun als Ausschuss oder als eine oder mehrere Fraktionen, hier einen Vorschlag vorlegen werden. Aber dieser Punkt, so wie er hier heute vorgelegt wurde, ist für mich heute nicht zustimmungsfähig. Und es für mich auch nicht zurückzuverweisen, da dieses Thema im Ausschuss bereits behandelt wurde. Wir sind im Ausschuss weiter. Herr Quintana Schmidt, bitte. Dann Herr Bauschko. Ja, also für uns ist der Antrag auch etwas zu unbestimmt. Also unverzüglich geeignete Maßnahmen, sollte ja schon mal was unverzüglich gemacht werden. Das kann auch ganz schnell gehen. Wie gesagt, unverzüglich geeignete Maßnahmen ist also sehr, sehr unbestimmt. Aber mit dem Verweisungsantrag, da könnten wir mitgehen. Also wir würden dem Antrag zwar nicht zustimmen, aber dem Verweisungsantrag werden wir zustimmen. Herr Bauschke. Ja, ich denke, entscheidend ist ja hier die Frage, was tut unserer Stadt und vor allem in dem Fall auch, was tut unserer Altstadt gut und welche Maßnahmen sind denn geeignet, um da sozusagen auch eine Verbesserung herbeizuführen. Ich glaube halt eher, und das kommt mit dem Antrag halt auch nicht genug raus. Insbesondere mit der Begründung haben wir so unsere Schwierigkeiten, weil wir glauben, dass der Konkurrent gar nicht mal Ansiedlungen in der Zukunft sind, sondern wir glauben, dass der große Konkurrent an der Stelle der Onlinehandel ist. Und ich glaube, da sollten wir eher gucken, mit welchen geeigneten Maßnahmen wir da sozusagen agieren können. Und wir setzen da auch insbesondere auf den Stadtmarketingausschuss. Und wir können auch jetzt schon ankündigen, das ist ja hier bei einigen auch schon angeklungen, dass auch wir Vorschläge machen werden, wie wir uns konkrete Maßnahmen dort an der Stelle vorstellen. Ich könnte mir zum Beispiel ganz gut vorstellen, dass wir auch nochmal über ein Marketingbudget in dem Zusammenhang reden, ne, dass man sozusagen nicht nur in der Stelle über eine Personalstelle redet, sondern oder, das sage ich ganz bewusst, eher auch darüber redet, wie viel an Werbebudget können wir dann auch zur Verfügung stellen, um konkrete Maßnahmen und da vielleicht im ersten Schritt auch konkret für die Altstadt Maßnahmen zu gestalten. Denn ich glaube, es ist schon auch eine große Frage von Marketing und Werbung an der Stelle. Und auch des Zusammenbringens von der Einzelhändler. Aber ich glaube, dafür ist der Ausschuss da und dafür ist er auch geeignet und er tagt ja auch in diesem Jahr noch. Und insofern, denke ich, werden wir uns hier auch noch noch abstimmen und dann auch zur Ausschusssitzung einen Vorschlag machen an der Stelle. Aber so, wie das hier begründet ist, insbesondere mit dem konkreten Teil dieses Antrags, was dort an Maßnahmen genannt ist, können wir nicht mitleben. So. Frau Bartel. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass Sie mit der Begründung nicht leben können, aber darum geht es ja auch gar nicht, über einem Antrag zu stimmen. Das Zweite, ich glaube, wir waren schon mal weiter und ich glaube auch nicht, Herr Haag, dass dann der Ausschuss weiter ist. Es geht wirklich darum, was ja auch von der Verwaltung im Ausschuss vorgeschlagen wurde, die Stellenbesetzung für einen Verantwortlichen für Stadtmarketing. Und ich bezweifle, dass das der Ausschuss im ausreichenden Maße machen kann. Deshalb kam dieser Antrag und es ist aber die Verweigerungshaltung, die wir ja nun schon seit fast einem Jahr kennen. Ich sehe keinen weiteren Redebedarf. Dann haben wir einen Verweisungsantrag in den Ausschuss. Wer den Verweisungsantrag zustimmen geben kann, bitte ums Kartenzeichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wer ist dagegen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Das ist die Mehrheit. Stimmenthaltung? Keine. Wer dann diesen Antrag Zustimmung geben kann, bitte ums Kartenzeichen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wer ist dagegen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die Mehrheit ist dagegen, Stimmenthaltung. Eine Stimmenthaltung. Damit ist diesen Antrag nicht stattgegeben. 9, 15.
Errichtung der Eislaufbahn. SPD-Fraktion, wer möchte reden? Frau Bartel. Ja, Herr Präsident, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren. Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Es ist alles anders, aber es ist doch irgendwie die Zeit der Überraschung, wenn wir rausgucken. Für mich so eine der größten Überraschungen, Stralsund leuchtet, in der letzten Bürgerschaft nicht vorstellbar, im Kulturausschuss auch noch nicht. Ich finde, es ist eine sehr schöne, aber wie gesagt, überraschende Aktion. Davon lebt ja auch die Vorweihnachtszeit. Und ich weiß, dass viele Stralsunder mich einbeschlossen, das auch in den sozialen Netzwerken sehr deutlich gemacht haben. Und der Oberbürgermeister hat uns ja auf der Karte gezeigt, wo überall Stralsund leuchtet, was alles gemacht werden musste. Es ist natürlich eine sehr kurzfristige Überraschung. Und der Oberbürgermeister sagt ja auch selbst, die Sterne müssen zum Teil noch zusammengebaut werden. Aber wie es dem auch sei, es ist eine Überraschung für die ganze Stadt. Und ich glaube, Frau Voth, wenn Sie sich an den letzten Kulturausschuss erinnern, Sie hatten ja darum gebeten, dass wir die ganze Stadt im Auge haben mit weihnachtlicher Beleuchtung. Also ich bedanke mich auch als Kulturausschussvorsitzende. Dank allen Akteuren. Und nun komme ich zu meinem Antrag und frage mich, weshalb sollte uns Ähnliches nicht auch mit der Eisbahn gelingen? Ich habe als Vorsitzende des Kulturausschusses die Information von Herrn Becker, der Eisbahnbetreiber ist, dass er bereit ist, so wie es in unserem Antrag auch formuliert ist, sobald die Möglichkeiten es erlauben, diese Eisbahn aufzustellen. Und weshalb sollte uns das nicht auch außerhalb der Weihnachtszeit gelingen, zum Beispiel eine Winterbahn im Februar? Also ich bitte Sie, diesem Antrag zuzustimmen. Die Eisbahn wartet darauf, aufgestellt zu werden. Vielen Dank. Frau von Albern. Ja, herzlichen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Natürlich ist das so, dass wir unseren Weihnachtsmarkt vermissen und natürlich ist es so, dass wir gerne Schlittschuh laufen würden auf dem alten Markt. Und ich kann auch verstehen, dass man so einen Antrag einbringt, genauso wie es auch mit dem Weihnachtsmarktantrag ja passiert ist. Nur auch hier sage ich wieder, wir wecken wieder Erwartungen, die wir dann letztendlich auch wieder enttäuschen müssen, wie jetzt auch mit dem Weihnachtsmarkt, liebe Frau Bartel. Naja, er findet nicht statt. Der Weihnachtsmarkt findet nicht statt. Doch, doch, es sollte ja geprüft werden, inwiefern ein Weihnachtsmarkt doch stattfinden kann. Kann er nicht. Und jetzt sind wir bei der Eisbahn. Und auch hier können wir jetzt nicht in eine Glaskugel gucken. Aber wenn wir so etwas planen wollen, dann müssen wir jetzt dazu Verträge abschließen. Wir können aber noch überhaupt gar nicht wissen, wie die Entscheidungen für die nächsten Monate aussehen werden. Wir wissen jetzt schon, dass sich die Kontaktbeschränkungen auch in den Januar ziehen werden. Das wissen wir schon. Und sind wir doch mal ehrlich, wir wissen doch ganz genau, wenn wir uns jetzt diesen Verlauf der Corona-Pandemie seit März angucken, dass Veranstaltungen und da, wo viele Menschen zusammenkommen werden, das Letzte ist, was geöffnet werden wird oder was möglich sein wird. Und so wird es auch für so ein Eisvergnügen aussehen, denn das ist doch ein Anziehungspunkt für viele Menschen. Es würden sich auf einer geringen Fläche viele Menschen aufhalten. Und das ist ja gerade das, was wir hier seit Monaten versuchen zu vermeiden. Und wenn wir jetzt sprechen von dem nächstmöglichen Zeitpunkt, dann reden wir vielleicht von Mai, Juni. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die Vertreter der Bürgerschaft das aus Klimaschutzgründen tatsächlich trotzdem befürworten würden. Also ich nicht. Denn dazu müssten wir wahrscheinlich nicht mehr nur 15.000 Euro in die Hand nehmen für Stromversorgung, sondern wahrscheinlich das Doppelte oder Dreifache. Und wie gesagt, ob wir das vertreten können, klimapolitisch, das wage ich doch mal ganz ernsthaft zu bezweifeln. Und nochmal zu den Verträgen, die ja jetzt abgeschlossen werden müssen, die sind dann ja bindend. Wir müssen ja irgendeinen Zeitraum festlegen. Für wann denn? Und was sagt dann nachher der Vertragspartner, wenn dann schließlich die Corona-Verordnung uns sagt, nee, das können wir nicht machen, dann müssen wir trotzdem zahlen. Ich glaube, die Risiken, das jetzt zu beschließen, die sind einfach zu groß. Auch wenn ich das natürlich wie alle anderen, wie wir hier sitzen und alle Stralsunder sich natürlich wünschen. Aber ich glaube, wir müssen hier mit realistischem Blick sagen, das wird in dieser Wintersaison nichts und wir müssen das wieder als großes Ereignis für den nächsten Winter- und Weihnachtsmarkt sehen. Herzlichen Dank. Herr Kühne.
Ja, Frau Bartelt, also wir sind ja auch als Fraktion bei Ihnen, finden das Ganze auch schön. Aber wenn Sie auch jetzt sagen, Sie haben mal im Netz geguckt, haben Sie vielleicht ganz brandaktuell der Stadt Monheim heute entnehmen können, dass dort das Verwaltungsgericht der Stadt die Eisbahn sofort gekippt hat und die Stadt dort natürlich auf den vollen Kosten sitzen bleibt. Das sind jetzt bei denen so knappe 25.000 Euro. Wenn Sie natürlich sagen, 25.000 Euro übernehmen Sie als Bürgschaft, wenn es schief geht, dann stimmen wir dem gerne zu. Aber ich denke mal, sonst können wir dem auch nicht zustimmen. Und alles andere dazu ist schon gesagt. Danke. Weitere Wortmeldung? Ja, vielleicht. Ja, bitte, Herr Oberbürgermeister. Dann ist mein Eindruck, dass die Eisbahn dort bestimmt kleiner ist als bei uns. Vielleicht sollte man noch mal darauf hinweisen, welche Kosten so eine Eisbahn mit sich trägt und dass sie aus guten Gründen nur auf so einem Weihnachtsmarkt funktioniert, weil wir natürlich entsprechende Einnahmen haben. Und eine der Auflagen der Vergangenheit war natürlich, diese Eisbahn sicherzustellen. Aber es ist ja schon mal angeklungen, welche Position allein die Stromkosten sind. Und was die Eisbahn an sich nochmal kostet, die man ja auch einmal im Jahr mehr oder weniger aufstellen kann, da kann ja sich eine Vorstellung machen von dem Bild, was das kostet. Also es ist ein wirklich hoher Betrag und die für den Mai oder Juni einzuplanen. Ich sage mit 25, wie die Stadt Monheim oder wie sie jetzt auch immer heißt, kommen wir leider nicht hin. So, ja, Hofmann. Ja, ich bin ja ein sehr positiv gestimmter Mensch in meinem Leben und Frau Bartelt, ich sage Ihnen, der Wetterbericht sagt, wir kriegen einen richtig harten Winter. Die Eisfläche, unsere Teiche werden alle zufrieren und dann werden wir auf allen Teichen ganz breit mit Abstand alle Schlittschuh fahren laufen können. Wir brauchen die Eisbahn dieses Jahr nicht. Ja, Platz wäre da. Gut, ich sehe keinen meinen Redebedarf. Nein, bitte. Jetzt muss ich doch mal auf Herrn Hofmann antworten. Herr Hofmann, Sie waren doch der Verfechter in der letzten Bürgerschaft, irgendwie etwas zu finden, um die Eisbahn zu errichten. Und ich dachte heute, ich würde Ihnen einen Gefallen tun. Aber so reden wir zwei eben immer aneinander vorbei. Das ist auch gut so. Und ich denke, das bleibt auch so vorbei. Genau. Gut. Ich sehe keinen weiteren Redebedarf. Wer dann dieser Eisbahn Zustimmung geben kann, bitte ums Kartenzeichen. 1, 2, 3, 4. Wer ist dagegen? Die übergroße Mehrheit. Brauche ich nicht zählen. So. Stimmenthaltung zur Kontrolle. Herrlich. Gut. 9.16. Berufung eines weiteren Mitglieds im Seniorenbeirat der Hansestadt Stralsund. Frau Kirsten Grigol und Herr Harry Zabel werden berufen. Gibt es da Einwendungen oder Wortmeldungen? Wer den Zustimmung geben kann, bitte ums Kartenzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Nein, Herr Zabel ist nicht befangen. Ist nicht. Herr Dr. Zabel, Entschuldigung. So einstimmig. 9.17, Wahl eines Vertreters in den Sportausschuss, Fraktion Die Linke. Herr Reinhard Rathel wird als Vertreter im Sportausschuss gewählt. Gibt es da Wortmeldung? Keine. Zustimmung, bitte ums Kartenzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Auch einstimmig, danke. Dringlichkeitsentscheidung gibt es keine. Unerledigte Dinge gibt es auch nicht. Vorlagen. Wir haben unter 12.1 die Satzung zum Schutz zur Benutzung der öffentlichen Grünflächen der Hansestadt Stralsund. Das ist ein Satzungsbeschluss. Ich würde Sie bitten, dann bei der Abstimmung die Kartenlänge hochzuhalten, weil wir es auszählen müssen. Gibt es dazu Wortmeldungen? Dazu gibt es, glaube ich, einen Ergänzungsantrag. Richtig, Frau von Allwürden. Ja, es gibt einen Ergänzungsantrag und zwar, den muss ich aber dazu sagen, den Anstoß dazu hat es in dem Ausschuss für Sicherheit und Ordnung gegeben. Dort wurde die Grünflächensatzung vorgestellt und die Mitglieder des Ausschusses hatten geschlossen den Eindruck, dass das Dulden von Grillabenteuern auf der Hansawiese, ich nenne es mal so, ja so willkürlich eigentlich ist, weil es grundsätzlich verboten ist. Und zu Recht, finde ich, hat der Ausschuss dann gesagt, er möchte gerne, dass dann in einem Anhang dazu, also das angehängt wird, dass das Grillen auf der Hansawiese erlaubt wird. Wir haben uns jetzt in unserer Fraktion darauf geeinigt, dass es eigentlich noch besser wäre, eigentlich weitere geeignete Flächen
auszuweisen und als Anlage der Satzung anzufügen. Ich glaube, das macht auch Sinn. So sind wir alle rechtssicher unterwegs. Wir wissen genau, wann dürfen wir wo unseren Grill aufbauen und wo eben gerade nicht. Dann ist auch die Gefahr der Willkür nicht da und das sollte in unser aller Interesse sein. Herzlichen Dank. Herr Adamait. Hat es schon in der neuen Satzung ausgewiesen? Dann müssen wir die Satzung noch wieder zurückverweisen. Ich will beschließen, Satzung und nach 4 Wochen machen wir noch eine neue Satzung. Das ist eine Ergänzung. Die Bürgerschaft beschließt ja damit mit der Ergänzung eine Satzung. Herr Klaus, eine Satzung. Herr Sohr, Herr Kühn. Na, wenn ich das richtig erinnere, zumindest ist das bei uns so in der Fraktion vorgetragen worden, Frau von Allwörden, dann bezog sich das ja explizit auf diese Fläche. Nichtsdestotrotz finde ich den Gedanken gut, das konkreter zu untersetzen. Da müsste man aber im nächsten Schritt schauen, dass wir quasi uns da oder der Ausschuss sich darüber befasst, welche Flächen denn vorgesehen werden sollten. Möglicherweise ist ein Weg zu sagen, wir beschließen die Satzung und beschließen zusätzlich einen Anhang und in dessen Rahmen wir als Bürgerschaft die Empfehlung des Ausschusses abwarten. Ich weiß nicht, ob das formal geht, aber jetzt einfach so ins Blaue hinein zu sagen, irgendwelche Flächen sind insofern schwierig, wenn man, glaube ich, nochmal gucken müsste, wo wollte man das denn? Zuerst Herr Kühnel, dann Herr Dr. Zabel. Ja, also wir finden auch, es müsste wirklich auch erst geklärt sein, auf jeden Fall, wo welche Grillplätze noch stattfinden sollen, dass das erst festgeschrieben ist und dann in die Satzung reinkommt und dann über diese komplett geänderte Satzung mit den festen Punkten erst abgestimmt werden kann. Jetzt ist das nur eine halbe Sache und wird uns auch nicht weiterbringen. Herr Dr. Zabel. Also ich würde mal einen Vorschlag machen zur Änderung der Satzung. Und dann möglicherweise auch ein Antrag zur konkreten Thematik. Paragraph 3 Absatz 6 Satz 2 einfügen bitte. Da steht ja erstmal Satz 1, das Grillen sowie das Abbrennen von Traditionsfeuern sind nur auf ausgewiesenen Plätzen gestattet. Und dann die Einfügung, die entsprechenden Flächen oder Plätze sind als Anhang der Satzung beizulegen. Das wäre die Ergänzung. Und Anlage 1 oder als Anhang 1 beispielsweise der Satzung beizulegen, das müsste dann, das wäre der Antrag, dass dieser entsprechende Anhang, also Ausweisung der Flächen oder Grillflächen für Stralsund, dass das im Ausschuss beraten wird und dann im Nachhinein sozusagen der Satzung dann zugefügt wird. Man kann das auch gerne nochmal abstimmen, wenn man das möchte in der Bürgerschaft, aber zumindest kann der Ausschuss sich ja dann mit den Flächen beschäftigen. Dann können wir die Satzung heute beschließen. Dann gibt es momentan eben noch keine Fläche, die ausgewiesen ist, weil es noch keinen Anhang 1 gibt. Und sobald dieser Anhang dann entsprechend diskutiert ist und vielleicht auch nochmal abgestimmt wird, tritt das denn ja dann in Kraft. Okay. Das wäre mein Vorschlag, dann machen wir jetzt nicht dreimal noch einen Umweg. Ja, guter Kompromiss. Herr Adamait. Wenn wir zu bedenken geben, normalerweise unser Ordnungsdienst oder unsere Ordnungskräfte werden auch höllischen Ärger bekommen. Ich meine, was ist Grillen? Wie weit kann man Grillen auslegen? Kann ich einen riesigen Grill hinstellen, wo auch ein Schwein drauf passt oder was? Oder anderes? Nee, ihr lacht drüber. Was ist Grillen? Normalerweise, Herr Tanschot, ich will mal Ihre Meinung dazu wissen, ob Sie das gut finden würden. Gut, wir beschließen das ja, aber Sie müssen ja eines Tages müssen Sie das kontrollieren. Wo hört es auf, wo fängt es an? Also ich finde die Sache, sagen wir so, wie es früher war, war es doch viel besser. Da hat man die Grillen gelassen und wenn man meinte, Leute, das ist zu viel, hier darf man nicht grillen. Ne? Und jetzt kann man sagen, jetzt grillen die überall, sag ich so, wie es ist. Das ist so. Und früher hat man es geduldet, man ist vorbeigegangen, es war alles in Ordnung und jetzt fangen wir an mit so einem Scheiß. Ja. So, Frau von Albern hat sich gemeldet noch. Herr Dr. Zabel, dann. Ja. Wir haben ja auch den... einen wichtigen Vertreter der Freiwilligen Stralsunder Feuerwehr bei uns im Rahmen unserer Parteireihen und den haben wir natürlich befragt, wie die Feuerwehr das so sieht, ob das so eine sinnvolle Geschichte ist und er sagt, er findet das begrüßenswert, wenn man da im öffentlichen Raum entsprechende Plätze ausweist.
weil es dann auch für die Feuerwehr und für die Kontrollen natürlich viel besser ist. Und man kann dann dem sogenannten wilden Grillen im öffentlichen Raum ein bisschen was entgegenhalten. Das wäre so ein bisschen die Idee dahinter. Insofern haben wir das im Vorfeld auch mal abgefragt, bloß mal so zur Information für die Kollegen. Ja. Frau Kühl noch. Das war auch das, was ich noch erwähnen wollte. Und zwar auf der Hansawiese wird schon seit Jahren wild gegrillt. So. Und da hat keiner gefragt, darf ich es oder darf ich es nicht. Jetzt würde das einen legalen Raum ergeben und nicht nur auf der Hansawiese. Und man hätte wirklich jetzt auch die Kontrolle. Also ich muss Herrn Dr. Zabel vollkommen recht geben. Gut. Wild gegrillt oder wild gegrillt? Gut, okay. Gut. Weitere Wortmeldungen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Wer dann diesem Vorschlag von Herrn Dr. Zabel den Antrag so zu ergänzen und das andere als Anhang zu nehmen, Zustimmung geben kann, bitte ums Kartenzeichen. Und dass die Mehrheit gegenstimmen. Gegenstimmen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stimmenthaltung? Keine. Damit ist diesen Ergänzungsantrag und mit diesem Anhang stattgegeben. Kommen wir zu 12.2, Bauungsplan Nummer. Was? Halt, Mensch, Entschuldigung. Oh, das, ja. Die Satzung muss da ausgezählt werden. Satzung. Wir müssen aussehen. Bitte nochmal die Stimmkarten hoch. Ausziehen für die Satzung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Wer ist dagegen? 1, 2, 3, 4. Stimmenthaltung? Eine. Gut, damit ist es stattgegeben, so, diese Satzung. Wir haben noch eine Satzung, und zwar 12.2, Bebauungsplan Nummer 39, Wohngebiet westlich der Lindenallee. Bitte, Herr Suhr. Ich hatte dieser Vorlage ja bereits im Fachausschuss meine Zustimmung gegeben. In der Fraktion ist das nochmal kurz diskutiert worden. Und dann gab es den Hinweis, den ich gar nicht glauben kann, aber deshalb frage ich den Oberbürgermeister direkt. Dann, es wird schon eine Änderungssatzung zu dieser Satzung, die wir jetzt beschließen sollen, vorbereitet in der Verwaltung. Das ist doch wahrscheinlich ein Gerücht, aber das hätte ich gerne bestätigt. Also ich glaube, dass es wichtig wäre, dass wir den B-Plan, so wie er vorliegt, möglichst beschließen. Auch, dass wir eine gewisse Geschwindigkeit in das Thema reinkriegen. Wir erkennen ja, dass die Zahl der Bauflächen in Stralsund viel zu gering ist, auch aufgrund von fehlenden Entscheidungen zu § 34 und anderen Themen. Und tatsächlich glaube ich, dass es richtig wäre, den B-Plan nochmal anzupassen und ein Stück weit zu überarbeiten, insbesondere um auch der exponentiellen Preisentwicklung gegenüber den Flächen, um die es hier geht, um noch ein Stück entgegenzuwirken und dadurch ein weiteres Ziel zu erreichen, nämlich auch Grundstücke zu schaffen, die für Stralsunderinnen und Stralsunder finanzierbar sind. Und insofern glaube ich, dass wir da nochmal an einigen Stellschrauben ein bisschen ändern müssen. Aber ich glaube, damit es weiter und losgeht, und dafür ist ja auch der Grundsatz hier da, würde ich darum bitten, dass man diesem Aufstellung, dass man diesem Beschluss, wie er vorliegt, zustimmt. Danke. Herr Suhr? Dann erkläre ich für meine Fraktion, dass wir dem Bebauungsplan, so wie er jetzt vorgelegen hat, in seinem Inhalt, zustimmen werden als Fraktion. Dass aber, wenn die Absicht besteht, dass insbesondere auf klimatische oder auf ökologische Kriterien verzichtet wird oder das reduziert wird, wir an jeglicher Änderung mit Widerspruch entgegentreten werden. Weil das ist für uns ein zentraler Punkt. Ich habe genau diese Vorlage sehr ausdrücklich gelobt, auch die Verwaltung dafür gelobt, wenn das jetzt wieder zurückgedreht werden soll, aber ich kenne ja die Änderung noch nicht, dann würde das nicht dem entsprechen, was wir zumindest als Bündnisgrüne Fraktion wollen. Ja, Herr Oberbürgermeister. Das ist in keinster Weise die Zielfunktion, sondern im Gegenteil, wir werden uns genau angucken, wo man vielleicht noch effizienter ökologische Maßnahmen durchführen kann, die von den Rahmenbedingungen dann auch noch deutlich besser sind. Und ich bin da ganz sicher, dass wir mittlerweile den Besten, den es dort gibt,
für dieses Thema haben. Und ich bin mir sicher, da wird es auch eine Grundlage geben, die alle begeistern wird. Ja. So, ich bin ja schon mal begeistert, dass Sie im B-Plan zustimmen. Also insofern, dass wieder gebaut werden darf in Stralsund, das freut mich. So, ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Wer dann dieser Satzung zustimmen kann, bitte ums Kartenzeichen, bitte oben behalten. Wer ist denn dagegen? Stimme, Enthaltung? 42 Zustimmung. Ich will jetzt noch kurz rumzählen. Ja, dann zählt das selber durch. 12-3. Was zweifelst du denn hier an? 12-3. Satzung der Hansestadt Stralsund über die formelle Festlegung des Sanierungsgebiets Triebseer Vorstadt. Sanierungsbeschluss. Gibt es dazu Wortmeldungen? Keine. Wir müssen auch wieder auszählen. Wer den Zustimmung geben kann, bitte um Kartenzeichen. Das ist wieder so. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? 42 Ja-Stimmen. Einstimmig. 41. Machen wir 41. 12.4. Schlussbericht des RPA über die Prüfung Jahresabschluss Hansestadt Stralsund zum 31.12.2014. Wortmeldung? Ohne Fachausschüssen? Keine. Gut, wer dann der Vorlage 0082 Zustimmung geben kann, bitte ums Kartenzeichen. Das ist Mehrheit. Gegenstimmen. 1, 2, 3, 4, 5 Stimmenthaltung. Damit ist es weitergeleitet. Jetzt kommen wir zum 12.5. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2014 Hansestadt Stralsund und Entlastung des Oberbürgermeisters. Gibt es dazu Wortmeldungen? Keine. Wer eine Zustimmung geben kann, bitte ums Kartenzeichen. Das ist die Mehrheit. Gegenstimmen. Stimmenthaltung. 1, 2, 3, 4, 5. Damit ist der Oberbürgermeister auch erstmal entlastet. 12.6. So, hier haben wir Einzelübertragung der Entscheidungsbefugnis über die Stiftungsangelegenheit Wirtschafts-Soforthilfe-Stiftung Deutsches Meeresmuseum und weitere überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen auf den Hauptausschuss. Gibt es da Wortmeldung? Keine. Wer den Zustimmung geben kann, bitte ums Kartenzeichen. Dass die Mehrheit gegenstimmen. Stimmenthaltung. Eine Stimmenthaltung. So. Jetzt kommen wir zum Top Verschiedenes, Herr Oberbürgermeister und allen Verantwortlichen. Ich denke mal, im Namen der Bürgerschaft möchten wir uns für die Unimisation des Altmarktes bedanken. Es ist toll geworden. Ich finde, das ist ein Dank wert. Gibt es weitere Wortmeldungen unter Verschiedenes im öffentlichen Teil? Keine. Dann danke ich allen Gästen und schließe die Öffentlichkeit aus.